Ey Leute, bevor das Video losgeht, wollte ich euch nur kurz sagen, ich habe jetzt einen Zweitkanal und baue den gerade auf, nennt sich Eddie Uncut. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich da auch supportet und den Kanal abonniert. Und ja, schaut einfach mal rein. Jetzt geht's los mit dem Video. Hier findet ihr den Kanal, da irgendwo hier. Viel Spaß mit dem Video. Okay, welcome to the beta of Seamless Co-op. Okay, this mod uses separate save and does not connect to the matchmaking service. Okay, new game einfach jetzt, ja? So. Dann schauen wir doch mal. Weil ich hab so Bock. Wen nimmst du? Weißt so du Bock. Schon? Also ich nehme einen Perry. Also genau, das muss ich nur kurz erklären. Dass es ein bisschen spannender ist. Es ist nämlich so beim Seamless Coop, ne? Der, was hostet, der kann parieren. Der, was in die Welt gebeten wird, also der Besucher, der kann nicht parieren bei der Seamless Coop Mod. Da gängen sehr viele Parries daneben. Und ihr wisst ja alle, also von meiner Community jetzt, ich bin ein riesengroßer Parry-Fan. Und wir haben jetzt so gemacht, ich gehe zum Eddie, ne, dann kann ich nicht so viel parieren. Und der Eddie kann parieren. Dann ist es auch ein bisschen spannend vielleicht, wenn ich nicht immer nur pariere, sondern vielleicht einfach einmal ohne Parry spiele. Und der Eddie kann dann halt ein bisschen parieren. Das macht es auf jeden Fall spannender. Ja, es macht spannender. Wenn, wenn ich den Parry-Part übernehme. Ja. Nimmst du den Parry-Part? Normalerweise würde ich einen Bandit nehmen, wegen einem Parry-Shield, aber jetzt, wenn ich nicht parieren kann, dann nehme ich einen Samurai. Dann nehme ich den Bandit. Was hat er denn für eine Waffe? Ich weiß gar nicht. Eine ganz beschissene Waffe. Ach, den scheiß Dolch. Ja, okay, egal, nehme ich. So. Okay. Wie nennst du dich? Auf Englisch und Jack auf Deutsch. Ah, in den... Na, für mich nicht. Das ist doch scheißegal. Okay. Was, wie nennst du dich im Spiel? Ich nenne mich, ich weiß nicht, Jack hätte ich mich genannt, so ganz, ganz Jack. Spontan. Ja. Okay. Ich meine, Jack Montenzel ist urheberrechtlich leider geschützt von euch. Ja. aber Jackmund nicht. Jackmund, dann nenne ich Jackmund. Ja? Jackmund, dann müsste ich mich ja Ed FromSoft nennen. Ja, nenne die Ed FromSoft, ja. Ich nehme mit Jackmund Gade einfach, Alter. At FromSoft. So. Yes, Jackmund Gade. Passt, perfekt. Was nehmen wir da? So, okay. Spiel wir, aber Andenken. Das wird jetzt nicht mit online. Also wir werden keine Invasions und so haben, ne? Na, Gott sei Dank nicht, Alter. Gut, dann nehmen wir... Nehme ich einfach Stone Sword Key, was soll's. So. Mhm. Okay, ich bin ready. Ich starte. Also tust du kein Gesicht erstellen? Nein, da kommt eh gleich ein Helm drüber. Okay, passt, ja. Okay, passt, ja, starten wir los, ja. Hey Skyliner, danke für die Mitgliedschaft, mein Lieber. Jetzt so. Eddie, was willst du eigentlich für Waffe spielen? Das ist die gute Frage. Das ist die Entscheidung. Das ist die 1-Million-Euro-Frage. Was für eine Waffe wollen wir spielen? Ich habe mir gedacht, einfach nur um dich zu ärgern, nehme ich Rivers of Blood. Boah, das warst du auch schon. Na super. Ich weiß, dass du da. Das, ich habe aber tatsächlich nie mit Rivers of Blood groß gespielt. Aber ich habe mit Moonvale mal meine erste große Waffe. Aber ich mag Moonvale alles. Ist geil, ja. Aber normalerweise mag ich lieber schnellere Waffen als jetzt irgendwie, also immer. Eher Dex als Strength, aber ich bin offen für alles. Mir macht eigentlich alles Spaß. Okay, wir können hier draußen dann ein bisschen diskutieren, was für Waffe das wir uns holen. Ja. Eddie, du müsstest jetzt bei dir diesen Topf da fressen, diesen großartigen kleiner Topf. Großartig kleiner Topf ist auch ein spezialistischer Name. Und ich muss dann Malenias Abbild nehmen. Okay. Im Inventar hast du den großartigen kleinen Kopf. Ja, ich habe ja noch die Zwischensequenz laufen. Hast du die abgebrochen? So, die lässt du. Ja, die breche ich noch ein 100. Mal mittlerweile ab, ja. Also, ich habe es jetzt drin gelassen, einfach der Vollständigkeit halber, aber ich kann es auch abbrechen, man kennt es ja. Könnt ihr kurz zusammenfassen, wo genau, es geht? Genau, man kennt. Ja, das kann ich nicht, ich weiß auch keine Ahnung. So, hier, Seamless Cooperative Play Host used a tiny great pot to create a party. Genau, das die nutzt jetzt du und check schon dann einfach. Okay. Ich nehme das Malenias Abbild. Genau. Aber warum zeigt er mir hier die ganze Zeit Tastaturkürzel im Menü? Ja, aber es nervt mich. Okay, Tiny Great Pot benutze ich, ja? Genau. Dann öffnest du quasi die Welt. Und checken Open your world to wanderers. Genau.
Aber ich hätte ein Passwort senden sollen. Nicht, dass jetzt irgendjemand Fremdes noch hier schon aufkommt. Gemacht. Alles schon. Habt ihr schon mal vorbereitet, die Profis hier. Oh, jetzt geht's zum Eddie, Freunde. Jetzt geht's zum Eddie rein. Pachi, hallo Trische, meine liebe Wunderschönen. Ihr Bock. Wann hast du das letzte Mal gespielt, Eddie? Vor ein paar Monaten. Aber dann und dazwischen auch wieder ein halbes Jahr. Also schon jetzt ein bisschen her. Ich hab's immer mal wieder so für ein paar Stündchen. Ich muss kurz, warte mal. Ich muss from Softdisk. Jump und Dings muss ich austauschen. Ich habe das nämlich damals getauscht. Jump soll hier sein. Ja, lustig, gerade ist Hades 2 erschienen. Gutes Timing. Ganz? Vollversion? Early Access. Early Access, ja, okay. So. Michael, moin, Jürgen, grüß dich. Eddie, du hast die schönste, du weißt gar nicht, was du da in der Hand hast. Du weißt gar nicht, was du hier in den Händen trägst. Der Faustschild ist das Beste, was es gibt in diesem Spiel. Ja, ich liebe den auch. Warte mal, jetzt habe ich schon wieder Scheiße gebaut. Use Item. Ich muss ihn küssen. Wieso ist denn das jetzt doppelt belegt? Event Action Examine. Ist irgendwo schon übs angegeben. Ich komplett, also das macht mich völlig wahnsinnig, dass hier die Tastaturkürzel stehen. Jump habe ich. Wie hatte ich denn immer Jump? Auf Dreieck. Da ist doch hier. Y. Danke, Robin, Dreieck. Mein Lieber. Warte, kurze Frage. Mein Chat, ist der Ton für euch? Hört ihr ein Eddie sehr gut? Ist das für euch angenehm? Hört ihr ein Eddie gut? Hört ihr ein Ton gut? Ist das gut für euch? Sag mal, ich mache hier nur noch Scheiße. Warte mal. Problem, Hauptsache Zeit vergeht. Warte, ich krieg's. Also, Jump hatte ich auf Dreieck und was ist auf X normalerweise? Ich muss hier umdenken, X, weil hier sind die PC-Kürzel, ein eingeblendetes Xbox-Pad und ich habe ein PlayStation-Pad und deshalb drehe ich komplett, mein Gehirn ist gerade im Knoten. Oh, okay. Also, Use Item X wäre ja dann auch Dreieck, Event Action und. Ja, Helle, hör dich gut. Jump muss auf A. Eddie hat schon seinen ersten Bossfight allein. Ach, X Solo. ist ja Viereck. Oh, mein Kopf explodiert. Okay, das heißt hier Event Action X. A. Die Spinnenweben und da hier, jetzt hab ich's. So, jetzt hab ich's. Okay, sorry, ich musste. Ah, da ist er ja. Wunderschöne blaue servus. Haare. Moin. Und warte mal, meine Steuerung habe ich nicht. Eddie, ich muss echt sagen, ich bin sehr froh, dass du so viel Zeit in deiner Charakterentwicklung gesteckt hast. Ja, das ist mir wichtig. Guck mal. Okay, warte mal, jetzt habe ich irgendwie die Links- und Rechtstasten vertauscht. Wieso? Es tut mir so leid. Da musst du dich kurz dran gewöhnen. Ich bin Linkshänder. Bei mir ist alles immer ein bisschen. Ich bin am Anfang eines Spiels, muss ich immer. Aber warum dreht er denn sich jetzt verkehrt rum? Wo habe ich denn das eingestellt? Hast du die Kamera hinter bla bla? Oder wie das heißt. Ich habe doch gar nichts geändert. Die Steuerung irgendwie die Achse verdraht oder irgendwie so hast, ist keine Ahnung. Hey Öfi, wunderschönen. Wo steht das? Halt, Control. Dein Kamerasymbol. Da. Warte mal, Reversed. Ich schau mal für die noch. Ah, ja, okay, jetzt. Ich habe schon gedacht. Kamera, okay, ja, jetzt geht's los. Okay. Sehr geil. Oh, so, komm. Ready. Okay. Klär mir der Sprung, klär mir der falsche Knopf. Hier steht die falsche Taste. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Ja, so. Ich kenne das komplett. Ja. So, können wir uns. Gibt es eigentlich Friendly Fire? Nee, ne? Also kann ich dir wehtun? Warte mal, du kannst mir hitten. Aktivieren, glaube ich. Habe ich deaktiviert. Okay, nein, Gott sei Dank nicht. Ja. So, ich muss mal gerade hier, weil wenn man so, ich spiele so viele Spiele zurzeit hier No Rest for the Wicked und Lies of P und so. Und bei allen ist es ein bisschen anders mit der Steuerung und mit dem Parrying. Ja, und deshalb muss ich nur mal kurz wieder reinkommen. Passt schon, Eddie. Aber ich sag, in 10 Minuten bin ich wieder der Beste, den es jemals gab. Ast, Tutorial-Boss, kannst du den parieren, Eddie? Ja, der ist sehr schwer zum Parieren. Ja, klar. Das ist ein bisschen Arschloch. Du wirst gleich merken, wie ich den fertig mache. Aber du, also, pass auf, check it. Wird richtig geil. Oh, Frost. Okay. Oh, shit. Okay. Habe ich nichts zum Heilen? Oh, die haben eh ganz schön viel Leben. Zu zweit. Der hat ganz schön viel Leben.
Okay. Achso, das haut uns beide raus, gleich. Okay. Ah, ja, stark. Komplett egal, ist nur den sollte man sowieso nicht besiegen. Das ist ja auch nicht geplant, dass man den besiegt. Genau, das ist wie oft halt, ne? Weil bei Demon Souls war es ja schon so, dieser Vorhut-Dämon, den haben wir auch nicht besiegen sollen eigentlich. Buh, was hast du Buh? Wir haben ihn fast down gehabt. So, jetzt haben wir hier Heilung. So, brauchen wir irgendwas vom Tutorial? Kann man die Tutorials ausstellen? Die kann man doch ausstellen, oder? Das ist nur am Anfang ein bisschen. Ich habe gerade ein bisschen einen Ladebildschirm da bei mir. Zack, ich mach die aus. Brauchst du irgendwas von unten? Wieso ist denn das eigentlich so dunkel? Ich mach mal Gamma ein bisschen. Also, ich glaube, mir hat es rausgehauen jetzt. Ich glaube nämlich, dass das erst so richtig funktioniert ab der ersten Gnade. Na, das habe ich Nicola auch gesagt. Ja, dass das erst, also ich werde jetzt das Spiel nochmal neu starten. Ja. Kannst einfach reinjoinen. Und oder? Genau, und dann joine ich. Dann, okay. Das ist ordentlich gecrashed bei mir gerade da. Ich habe das auch noch nie auf dem PC tatsächlich gespielt. Ich habe ja immer auf der PlayStation gespielt. Okay. Wo stellt man den? Kann man hier nicht. Schon alles auf Maximum. Ich habe alles hochgekriegt. Nee, ich meine die Helligkeit. Kann man die nicht irgendwo einstellen? Die kann man einstellen, ja, die kannst du hoch drin. Button ist da was gerade eben. Geh mal zurück. Da, der Button. Ach, der Button. Ja. So, okay. Ich auf Default gelassen. Okay. Also, dann gar nicht. Also, du meinst, ich muss zum ersten Bonfire, okay. Mhm. Ja. Oh, Jesus. Da, wo der Ware steht. Der Typ mit dem. Ja, okay. Mit der weißen. Ja. Ah, hier ist auch eins. So, okay. Weiter. Hadref hat gerade 35 Subs rausgehauen. Danke, Hadref. Hadref hat 35 Subs rausgehauen. Hadref, vielen Dank, mein Lieber. Das ist ja völlig verrückt. Der Hadref versucht. Also es sieht auf den ersten Blick nett aus, aber was er eigentlich versucht, ist langsam einfach Anteile zu erwerben an mir. Und es gelingt. Was soll ich sagen? Das heißt, Plan funktioniert. So, ich komme gleich. Ich bin gerade am Weg nach draußen. Ich auch. So, jetzt bin ich hier am Bonfire. Ach, guck doch mal, wie schön das einfach ist. Ja, das ist ein Traum. Das erste Mal Limgrave sehen. Ich glaube, das erste Mal habe ich es gespielt, da war das noch diese Test-Version. Da war er schon drin, ja. Genau, und da habe ich, ich glaube, alleine 40 Stunden in Limgrave, in dem Abschnitt, den man in dieser Test-Version verbringen kann. Ja. Also da habe ich, glaube ich, allein eine Stunde nur gebraucht, um hier vom Hügel runterzukommen, weil ich einfach alles abgecheckt habe. Limgrave ist so, dieser Blick, da ist schon geil. So, gut, Eddie, jetzt werde ich wieder. Muss ich nochmal diese Flasche benutzen? Vielleicht ist nur aktiv. Ja. Er ist noch aktiv. Ich komme jetzt zu dir. Mhm. Na, leider habe ich nicht gespielt, Luca. So, okay. Also muss ich einmal rasten, glaube ich. Wie war das? Und warum ist das jetzt nicht gegangen? Rocket Beans soll Jack mal für DLC nach Hamburg einladen. Ja, wenn er kommt. Kommst du nach Hamburg für einen DLC-Talk? Gern. In die Studios, in die Rocket Beans Studios? Gern. Wenn ich da noch sehe, dann gern, Eddie. Ja, das wird schon. So, da ist er, der Nackedei. Ja, und da ist der Eddie. Wollen wir gleich, wollen wir den machen? Ja, ne? Also das ist der Klasse, wir können ja machen, aber die Waffen, was du hast, die ist wirklich schlecht. Ups. Und wir können, wenn du willst, können wir machen oder wir können uns das Pferd holen. Ja, dann holen wir uns vielleicht erstmal, mit Pferd ist er leichter, ne? Also ich spiele immer ohne Pferd, meistens mit Parries, ja, dann kann man gut parieren. Ach du machst den immer mit Parries? Ja, ich pariere den Weg eigentlich. Ja, dann mach's nach mit Parries, okay. Ich pariere den auch. Parier den. Jetzt. Ist nicht so schwer. Ja, war, okay, war schon fast. Ich komm gleich.
Mach schon mal weiter. Ich hab gesehen, es war Perry, ich hab's gesehen. Achso, jetzt, wie geil, jetzt kann ich dir quasi zugucken. Aber kann ich die reanimieren oder so? Geht das? Wahrscheinlich nur am Bonfire, oder? Ja, dann geh nochmal ans Bonfire. Du musst das Spiel jetzt alleine durchspielen. Das war's mit mir, Leute. Schön, dass ihr reingeschaltet habt. Eddie war am Start. Nein, ich geh ans Bonfire. Klar. Ich meine, Eddie, was wir machen können, ist, wir kennen uns gleich, wenn es Bock hast. Wir kennen uns gleich. Kennst du das? Ja, das ist immer, wo man, immer, wo man stirbt. Was? Dann Rot kriegt man diese Rot Essence, ja. Was wir machen können, Eddie, das mache ich immer, wir können eine kleine Runde reiten und den Drachen töten und gleich mal 100.000 Runen kriegen, die uns gleich mal richtig einen fetten Push geben. Außer du magst es nicht. Nee, lass uns erstmal den Typ machen, oder? So schnell gebe ich nicht auf. Aber was ist das? Rot Essence Decay? Das ist doch neu, das kenne ich nicht. Reduces Runic. Es ist nur im, Seamless Coop ist es. Ach so, ja. Okay, ja gut. Ja, nur im Seamless Coop. So, jetzt hauen wir den einfach um. Wir sind ja nicht hier zum Spaß. Hauen wir einfach weg, ja. Ja, hauen wir einfach weg. Ich muss das erstmal nur mit dem Rot Essence. So, komm, du hast halt wirklich die schlechteste Waffe gefühlt, ne? Warum? Ja, weil nicht jeder Schlag geht zum Parieren, Eddie. Achso. Bei dem. Ja, der ist ja im Aufwand relativ. Der hat aber gescheit viel Leben zu zweit. Okay. Kann man, wenn er so auf einen zugeritten kommt, parryen? Nein, das kann man nicht parryen. Das kommt man zum Beispiel parieren. Ja, wir haben schon. Er ist schon fast down. Ja, der ist gleich sauer. Ah, du Arsch. Bleib doch hier. Zu zweit ist ganz schön cool, weil er. Geh komm. Was? Das war. Du warst gerade ein Skispringer. Du warst einfach gerade ein Skispringer. Kann man. Ah, den kann man nicht parryen, hast du gesagt, wenn er auf einen zugeritten kommt. Warte, probier's einmal. Siehst du mich jetzt gerade, Eddie? Ja. Den kann man parieren? Schau, das geht halt nicht im Koop, ne? Das ist, weil ich jetzt bei dir in der Welt bin, sagt er kurz, den Sprung kann man parieren, den. Geht aber nicht. Geht nicht, weil ich bei dir in der Welt bin. Nein, das ist ein bisschen deppert. Den kann man nicht parieren. Ah, den habe ich versucht zu parieren, das war dumm. Ja, den geht nicht. Also ich warte echt immer. Den da. Auf den da. Das war doch einer. Da war doch Perry. Das war einer, genau. Das, ab und zu geht er durch, Eddie. Ab und zu, ne? Jetzt da. Den Sprung kann man parieren zum Beispiel. Also ich warte eigentlich immer auf den Sprung und wenn er den macht, dann dodge ich mit ihm mit und gebe ihm zwei mit. Und ich warte immer am Sprung oder. Auf den da, na diesen seitlichen Schwung. Mhm. Ich hol dir wieder, Eddie, gell? Okay? Nee, also, ja. Ah, doch, klar, wir spielen das zu zweit. Ja, klar, sicher. Wir stehen zusammen, wir fallen zusammen. Vielleicht machen wir, also ich würde sagen, vielleicht holen wir doch. Jetzt habe ich nochmal so einen Rot. Kriegt man das wieder weg? Musst du nochmal ans Spawnfire setzen, dann gezeigt. Achso. Ich weiß nicht, warum man das immer kriegt. Mhm. Vielleicht machen wir doch erst das, quasi, das Pferd und dann den Drachen. Können wir machen, Eddie, ja? Können wir machen. Ne, sag, ich hab da super Route. Ja, also ich wäre dafür, dass wir uns jetzt das Pferd holen. Wir reiten zum Drachen nach Kelet, ja. Killen ach, den mit einem Drachen goldenen okay. Den fetten. Aber dann brauchen wir Blutdamage doch für den, sonst dauert das doch ewig. Wir haben beide jetzt eine Blutwaffe in der Hand. Du hast vollkommen recht. Wir werden jetzt so OP und wir werden jetzt Elden Ring nie wieder sterben. Und der kann uns da am Arsch lecken links. Okay. Oh, okay, wir sterben gleich. Er ist hinter dir, Achtung! Oh, ja, was ist mit dem? Jawohl, danke, Ehre. Oh, hier drin. In der Kirche sind wir sicher. Da kommt er nicht durch. Nein, leider nicht. Da sind wir leider nicht sicher, der kommt da rein. I know. So. So. Okay, nice.
Hey, danke Reds Digital Playground für die 20 Euro, mein Lieber. So, den, warte mal, Eddie, wenn ich das jetzt aufhebe, hast du das dann auch? Ich hab's schon aufgehoben. Ah, okay, hat's jeder dann praktisch so separat. Ja, wahrscheinlich. Okay. Ich weiß gar nicht. Jetzt holen wir uns einfach um das Pferd, ja. No Dead Running coming, Jenny, ja. Schauen wir mal. Aber ich find's cool, es funktioniert eigentlich ganz geil, das Seamless, gell? Ja, also du ein bisschen ruckelig bei, bist du. Es ist ein bisschen ruckelig, ja. Aber was ist denn da jetzt der Vorteil gegenüber, wenn man jetzt normal Koop spielt? Also ohne Mod, geht ja auch. Ja, der Vorteil ist, dass zum Beispiel, du kennst das ja, Eddie, bei jedem Boss, schöner Backstep. Der lebt ja noch. Jeden Boss, den was du besiegst, du bist ja normal raus. Ja. Ah ja, genau. Aber dann kannst, du kannst danach noch. Da musst du wieder der Zeichen legen und so. Und du kannst reiten. Im Koop in Elden Ring kannst du nicht reiten. Stimmt, sobald irgendwas gesummoned oder invaded wird, verschönert das Pferdchen. Du hast recht. Genau. Das ist halt schon ein mega Vorteil. Was vielleicht helfen würde, dass man unser, dass nicht ganz so ruckelt ist, dass man vielleicht ein bisschen mit der Qualität runtergängern vom Spiel her. Oder geht das überhaupt? Also ich habe jetzt da auf hoch und ich auf mittel, ich gehe jetzt einfach mehr auf mittel. Ich weiß nicht, ob es mir immer so ruckelt, oder? Das sieht eher nach einem Server-Ding aus. So das, genau, aber es geht schon. Es geht schon. Jetzt streamt ja beide. Jeder bekommt die Runen, genau. So, das gibt mal. Genau. Kann man gar nicht skippen. Oh, der hat sich aber sehr schnell hergesetzt jetzt. Ich sag das, Eddie, die geht mir schon so am Arsch, die Blonde da. Und du Elden Ring immer wieder durchspielst, die heute bei jeder Gnade gefühlt heute die auf. So, Spektralross. Ich kann auch nicht mal aufleveln hier. So, ich habe schon wieder vergessen, wie man das zweite Menü aufmacht. Ach ja, so, okay. Dann equip ich das kurz. Wo war denn das? Nee, das war doch. Also, da schreibt jemand, Jack, ihr könnt euch Gegenstände droppen, weil ihr alles doppelt habt. Ist das so? Es kann sein, ne? Wir können uns dann wirklich was droppen, ja. Wo hat man denn nochmal. Ach, da ist rechts, Pferd? Alter. Nee, ich hab's jetzt. Rechts bei Beutel hab ich's, ja. Judicator's Rulebook, was ist denn das? Rune Decanters, kenne ich alles gar nicht. Das sind alles extra. Rulebook sind, glaube ich, Einstellungen für die Mod. Das läuft alles über Items hier. Ah, okay. Hey, Miss Valentin, hallo. So, warte mal, die holt nur schnell die Karte für uns, dass wir da aufdeckt haben. Wieso kann ich das. Ah, so. Ja. Das ist eine Mod-Item. Aber wieso kann ich da jetzt nicht. So. Lass der Zeit, Eddie, lass der Zeit. Ja. Lern's einfach wieder mal ein bisschen die Steuerung kennen. Ja, das ist einfach, weil die PC-Steuerung hier eingeblendet wird. Und ja, das ist komplett, nur dazu, wenn du gerade von No Rest for the Wicked kommst, das dauert eine halbe Stunde, bis dass du wieder drin bist, ne? So. Hast du das mal gespielt? No Rest for the Wicked? Ich wollte spielen, aber da ist leider das mit dem Auge dazwischen gekommen, ne? Ah, okay. Ich wollte es unbedingt zocken, es hat ja richtig cool ausgeschaut. Das ist auch richtig nice. Also gerade für Souls-Fans, glaube ich. Ja. Hier wird vorgeschlagen, wir sollen uns erst das Item holen für mehr Runen, bevor wir den. Ja, das machen wir jetzt, Eddie. Den Drachen holen. Also, so. Warte mal, wir müssen jetzt zurück zur Kirche von Ellie. Siehst du jetzt irgendeinen Vorschlag oder so? Ja, irgendwas passiert. Voice is needed. Wie kann ich da zustimmen? Genau, du musst da auf die Karte gehen und genau am gleichen Punkt drucken. Und zwar zurück zu der Kirche von Ellie. Da holen wir uns jetzt das Item, dass der Drache nicht 70.000, sondern 100.000 Runen gibt. Genau so, ja. Und du kannst anscheinend in Einstellungen die Controller-Buttons einblenden. Echt? Das mache ich sofort. Echt? Warte mal, wo macht man das? Geh mal durch. Da anscheinend nicht. Da auch nicht. Da. Ellie. Ich verstehe, der Eddie spielt so viele verschiedene Spiele, Leute. Du bist, wenn ich Bloodborne spiele und dann komme ich auch nicht rein, so in die
in die Steuerung. Ja, vor allem, wenn es ähnliche Spiele sind, die aber dann doch, ja, ja. Ja. Also zum Beispiel ja. bei Dings hier, No Rest for the Wicked, hast du ja auch Parry und auch so Souls-like Kampfsystem, allerdings schlägst du da nicht mit den L-Tasten, sondern mit Viereck, deshalb habe ich jetzt schon zweimal eine Estus-Flask benutzt, obwohl ich zuschlagen wollte. Also irgendwas ist immer, aber es ist einfach nur Gewöhnungssache. Es ist einfach nur Gewöhnungssache. Ja, aber das mit den Pferden, das haben sie schon cool gemacht, ne? Dass du wirklich jedes eigenes Pferd hat. So, und da unten am Strand liegt jetzt auf jeden Fall das wichtigste Item zu Beginn, finde ich. Den hole ich mir immer, das ist der goldene Federtierfuß, ne? Der gibt dir halt dann mehr Runen, wenn du den roten, den Drachen killst. Ey, weißt du noch, wie geil das war, als man zum ersten Mal dann hier... Ah, das war so geil. Das war so geil, ja. Und man hatte noch keine Ahnung, wie groß die Welt ist, sondern das wirkte jetzt schon so groß, man wusste aber noch gar nicht, was einen alles erwartet, so, das ist so. Ja, absolut, das war so crazy, das war echt, echt fantastisch. So, da liegt das Item, ne? Mhm. Und jetzt jump ich da hoch meistens. Ja. Hoppala. Falsche Taste. So, ja. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir dir. Bist du hoch? Ja, fast. Komm. Wo ist der Eddy? Ja, der Eddy kommt. Wo ist er? Mann, wieso? Ich hab's genau gesehen von hier oben. Aber was passiert denn da? Ne? Wieso? Du musst noch mehr auf X drehen. Die schaut so dumm aus von meiner Sicht Guck aus. Guck dir die Ja, Jack, du wolltest unbedingt mit mir spielen. Jetzt war. Guck mal, naja, gut. Jetzt weißt du, wie das ist. Bei mir klappt nie irgendwas. Das schaut so geil aus. Das ganz kleine Mini-Pferd da unten, was Sprungprobleme hat, ist gerade Gold wert, ne? So, yes! Jesus. Da fliegt der Eddy. So. Wo yes, Eddy, sehr gut. Man sieht sich gar nicht auf der Map, oder? Ach, da bist du. Nein, irgendwie nicht. Ah, doch, ein bisschen schon, ja. So, wir müssen jetzt ein bisschen reiten, Eddy, ne? Ja, ich reite nach Kaelit, ne? Hoff. Wir reiten jetzt an ein bisschen einen Umweg nach Kaelit und können uns da nice Sachen holen. Ich hoffe, das passt so für die Edith, dass wir nur am Anfang so machen, dass wir gleich mal richtig stark sind. Du rennst ja bei mir offene Türen ein. Overpowered ist mein zweiter Name. Ich spiele generell so Spiele immer so, dass ich mich versuche, möglichst stark zu machen. Ja, das geht dann in Elden Ring wirklich ziemlich geil. Also das ist für mich die Essenz von Rollenspielen. Möglichst viel grinden, eine geile Waffe finden, die schnell ableveln und dann einfach der absolute Killer sein. Ja, das ist sowas ist ja voll nice, ne? Einfach einmal, das ist fühlt sich richtig gut an, wenn du einen Boss einmal gleich mit 3 Hits wegmachst. Ich find's aber dann auch geil, wenn du so eine Challenge machst, so Level 1 einmal so. Weißt du? Ja, da bin ich zu schlecht für. Das ist irgendwie, das krieg ich nicht. Ah, das stimmt, das stimmt ja gar nicht. Das ist. Doch, Ich habe hier Dings, Ishin habe ich noch nie besiegt. Das ist der einzige FromSoft-Gegner, den ich noch nie besiegt habe. Ja, weil du hast ja zu mir gesagt, dass du Ishin nur 12 Mal probiert hast. Ja, weil der mich einfach so abfuckt. Ich habe einfach nicht so die Muße, den dann auswendig zu lernen und 100 Mal zu machen und so. Das macht mir einfach krass Spaß. Ich will lieber die Welt entdecken. Ja. Und Melania habe ich halt auch nur gemacht, damit der Chat nicht schimpft. Ja, okay, Melania ist Pflicht, ja. Aber das hat schon Bock gemacht. Also natürlich ist dann auch schon ein geiles Gefühl, wenn man es dann mal schafft. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so mein Hauptantrieb, irgendwie immer der Boss-Slayer zu sein. Was ist eigentlich der Lieblingsboss in Elden Ring, Eda? Gute Frage. Was ist mein Lieblingsboss? Hast du an? Ich hab schon wieder falsche Taste. Die kämpft da hinten mit die ganzen Hand. Ja, warum eigentlich, ne? Warum kämpfe ich überhaupt mit denen? Das ist, Gohelle. Ich hab ADHS, ich lass mich sehr leicht ablenken von Sachen, also. Ja, ich kenne das aber auch so. Das, man denkt, ich habe immer so eine Challenge gemacht und da hat es einen Kumpel gegeben von mir, der ist dran gestorben, weil er die Hunde in Morne bekämpft hat. Ja. Und das ist der unnötigste Tod, so, ne? Das ist, warum bekämpft man die Hunde? Das bringt halt keinen was. Ja. Ja, weil sie da sind. Ja, die meine ich. Weil sie da sind, ja. So, jetzt müssen wir da durch das Dorf da durchreiten.
Ja, ey, Ishin nicht zu legen, wird ja an meiner Ehre kratzen, wird hier geschrieben. Ist auch tatsächlich so. Ist ein Schandfleck auf meiner FromSoft-Karriere. Aber eines Tages werde ich ihn noch legen. Ich hab mal Sekiro dann wieder angemacht, nachdem ich irgendwie 2 Jahre nicht gespielt habe. Und ich habe gemerkt, ich müsste wahrscheinlich nochmal komplett neu spielen. Weil ich einfach. Sekiro muss wieder reinkommen, ja. Also, auf jeden. Wenn du das lange nicht gespielt hast und dann direkt Ishin machen, ist halt echt schwer. Ich müsste wirklich nochmal. Zumindest richtig spielen, um da den Groove wieder zu kriegen. Also ich sag das ganz ehrlich, Eddie, Ishin, den Schwerteiligen, das ist einer der Bosse, den habe ich am meisten studiert. Da habe ich 1 Woche gebraucht, bis das ihn besiegt habe damals, das weiß ich noch. Ja. Das ist halt wirklich eine ganz neue Dimension an Schwierigkeit so, ne? Ja, ist vor allen Dingen eine ganz neue Dimension an Auswendiglernen. Also, du musst ja wirklich genau wissen, absolut, wie du auf jede Attacke reagierst. Das ist ja eh so bei, oh Mann, bei Sekiro. Das ist ja fast so ein. Gerade voll durch. So wie Guitar Hero, du musst genau die richtigen Tasten treffen. Yes, indeed. Ja, voll. Aber das ist ja das Geile an Sekiro, ich liebe dieses. Der Ding hat das recht gut gesagt, ne? Der Trant in seiner Review damals, wo du gesagt hast, ich will Sekiro zocken, und dann hat der Trant ja den Beitrag gemacht. Und da hat er halt auch gesagt, dass am Anfang kriegst du mega aufs Maul und irgendwann dann ist das krasseste Rhythmus-Game so, ne? Ja, ist ja wirklich so. Aber das ist halt auch so geil, ne? Wenn es halt dann auch klappt. Er hat ja da diesen geilen Beitrag mit Genichiro gemacht. Und er hat es exakt auf den Punkt getroffen. Am Anfang, wenn du das erste Mal gegen Genichiro kämpfst, denkst du dir so, okay, wie soll ich das jemals schaffen? Was für ein Scheißspiel, das ist viel absolut zu schwer. Absolut. Und irgendwann absolut haust du den so um, so, da habe ich mich so gefühlt wie hier Keanu Reeves in wie Neo in Matrix. Weißt ja, du, wo ja, am Anfang voll, kriegt er voll noch von Lawrence Fishburne aufs Maul von Morpheus, ja, und irgendwann macht er so mit einer Hand, blockt so alle weg, so, und so fühlt sich das auch an. Irgendwann hast du das. Warte, Eddie, bei dem Typen kannst du, wenn du willst, 3 Schmiedesteine 1 kaufen. Ja, 3 im Inventar, das kann man dann gleich zum Upgrade nehmen. Wenn du die Kohle hast, sonst verkaufst du halt ein bisschen was. Ja, Black Knight finde ich auch, der Game 2-Beitrag von Sekiro ist einer der besten für euch gewesen, wie du gesagt hast, ich will endlich zocken, ne? Ich will endlich Sekiro zocken, hast du gesagt. Und der Trant hat schon spielen dürfen. Ja. 3 Schmiedesteine 1 müsste der haben. Ja, habe ich. Genau. Es ist ein bisschen ein Weg jetzt, Eddie, aber dafür werden wir reich belohnt. Wollen wir die Bootslady da noch schnell wegklatschen? Oder ist egal? Müsst das machen? Also das ist ein Boss, wo ich mir immer denke, warum Miyazaki? Warum existiert dieses Trottelfisch? Wirklich. Der gibt nur so eine Todeswurzel. Wir können uns gern wegklatschen, oder? Scheiß drauf. Ja, absolut. Ich denke halt immer, ja, alle Monster müssen sterben. Also wir sind ja auch so ein bisschen, ist ja unsere Verantwortung. Das stimmt, ja. Und ja, der ist da links hinten, ist der jetzt der Pisser. Ja, geil, du hast dein Pferd, das wird bei mir nicht angezeigt, das sieht sehr lustig ja, aus. Ja, das habe ich auch schon oft gehabt. Das sieht ja saulustig aus, zumal du nackt bist. Ja. Das war bei Ding, war das auch schon super. Beim Koop von Papa Platte und wie hat der Kasten andere? Ich mache überhaupt Blatt keinen Schaden. Ja. Ja, Eddie, du hast die beschissenste Waffen bis jetzt, wirklich. Das macht ja gar keinen Schaden, das ist ja lächerlich. Ja, wir brauchen sowieso eine gute Waffen. 28 pro Schlag mache ich. Das ist ja nicht so krass. 28. Das ist vielleicht sogar die schlechteste Waffe im Game. So, warte mal, mein Freund. Ah, den haben wir weg, ne? Mach. Ach, mach's gar keinen. Na, da gibt's keinen Crit bei dir. Ach so. Der ist nur kurz. Aber du hast schon recht, das ist wirklich ein bescheuerter Gegner. Also. Absolut bescheuert, ne? Wie in einem Freizeitpark. Wie so eine Attraktion in einem Freizeitpark, so eine Wasserattraktion. Aber ein paar Runen gibt da. Stimmt, da hat er recht. Eddie, Alter, ich weiß nicht, die kommt uns, da hat der Heli recht.
Kennt Doktor die Waffe, der Bluthund reißt Zahn? Ja, die können wir uns holen. Die gibt's doch im Jail. Genau, der ist wirklich gut so. Ich glaube, von den Stats, glaube ich, kann ich die noch. Weißt du die auswendig, die Stats? Ja, wir können dann schauen. Wir machen jetzt einmal einen Drachen, dann können wir 30 Level-Ups machen. Guck mal, wie viel Energie die haben. Die haben echt viel Leben. Der Boss ist so unnötig, wirklich. Und du hast gesagt, Bloodborne ist eigentlich dein Lieblingsspiel von FromSoft. Absolut, Eddie, ja. Bloodborne ist mein Lieblingsgame, ja. Und deins? Also haben wir gesagt, Elden Ring, glaube ich, gell? Oder du, immer das Neueste hast du gesagt, gell? Ja, also Bloodborne habe ich geliebt. Sekiro, Dark Souls 3. Oh, Dark Souls 3, mega. Heute goschen. Ja, ich glaube so, weil Elden Ring ist für mich so ein bisschen das Spiel, wo so alles zusammenkommt, so was sie in den anderen Spielen gelernt haben. Auch wenn es vielleicht ein bisschen zu lang ist und nach hinten raus ein bisschen, ja, manchmal so ein bisschen sich zieht. Ja, stimmt, stimmt. Also, Ede, ein Mod von mir gerade geschrieben, 18 Stärke und 17 Dex würdest du für einen Bluthund-Reißzahn brauchen. 18 Stärke und? 17 Dex. Es ist die Frage, willst du das überhaupt? Weil ich kann dann noch ein paar Waffen nennen, die was wir jetzt alle leicht holen könnten, Top-Waffen. Vielleicht ist ja eine dabei, wo du sagst, das ist für deinen Spielstil genau das Richtige. Du, ich kann mich ja anpassen. Also mir ist es echt. Mir ist es echt wurscht. Also. Eddie, was war eigentlich der erste Souls-Spiel? War das Demon's Souls? War Demon's Souls, ja. Auf der. Also ich hab, glaube ich, so. Also mein, Demon's Souls auf der PlayStation 3. PlayStation 3. Und hast du das gleich mit Denzel gespielt oder selbst nee, für alleine, die einfach? Alleine. Ich hab's erstmal alleine gespielt. Okay. Und dann hab ich, ich hab das gespielt, dann hab ich das ein Jahr liegen lassen, weil es mich so aufgeregt hat, das Spiel. Da kannte ich ja auch noch Souls-Spiele nicht. Und hab gedacht, ja, was ist das denn für eine unfaire Scheiße? Man kann nicht mal aufleveln. Und dann habe ich da war ich so frustriert, dann habe ich es ein Jahr liegen lassen. Und dann habe ich irgendwann, und alle haben davon erzählt und wie geil es ist und ich habe da im Internet gelesen, habe ich gesagt, okay, warum finden das alle so toll, was verstehe ich nicht? Und dann habe ich das nochmal mich da durchgezwängt durch das erste Level. Okay. Und dann hat es mich irgendwie süchtig gemacht. Gehen wir zum Roundtable? Nee. Wir können nochmal kurz reinschauen, dass wir den aktiviert haben, oder? Ja, okay. Und ja, und dann habe ich irgendwie angefangen, Demon's Souls zu lieben. Also ich weiß auch nicht. Dann hat das irgendwie so Klick gemacht und ich fand's so geil. Ja. Und habe da so von geschwärmt und konnte das alles gar nicht glauben, wie gut es ist. Und dann kam irgendwann Dark Souls. Ich weiß gar nicht, wie viel später das dann kam. Es kam dann quasi, weil ich ja auch ein Jahr liegen lassen habe. Also, jetzt ist es abgestürzt. Okay. Oh. Bist du noch bei drin? Mir läuft's, ne? Bei mir läuft's. Aha. Aber ich dachte, ich bin der Server. Wie kann das denn sein? Na, nicht mehr lang. Das ist echt komisch. Du bist ja bei mir herin, Eddie, oder? Nein, klar, doch nicht. Gleich. Ich hab's direkt neu gestartet. Okay. Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Mhm. Ja, und Dark Souls war dann, als dann Dark Souls rauskam, da war ich dann komplett hin und weg. Das hat mich komplett. Dark Souls war dann das, wo du sagst, dass die Liebe dann so wirklich erst aufgeflammt bei dir, oder wie? Ja, weil die dann, also sind wir noch in einem Spiel? Nee, ne? Muss nochmal dieses Item mausen. Treffen wir uns bei der schwelenden Kirche wieder oben, Eddie, wo wir gerade weggereist sind. Ja, warte. Wo uns die Melina gerade geholt hat. Ja. Super. Dark Souls war dann so die. Dark Souls war dann so die Weiterentwicklung von Demon's Souls und da fand ich halt, wie das sozusagen eine Welt war, die so alles ineinander gegriffen hat, ja. Also nicht mehr so ein Nexus, sondern wie das alles zusammenhing. Und das fand ich so geil und dann habe ich gedacht, okay, das ist einfach, FromSoft ist einfach der Shit. Da wusste ich einfach, dass das kein Zufall mehr ist oder so, sondern dass die
Ja, dass das einfach die. Ja, ja. Warte mal kurz, Eddie, ich muss mich kurz bedanken beim Hardref. Danke, mein Lieber, für 20 verschenkte Mitgliedschaften. Absolute Ehre und danke an Beards Play für 2 Monate. Ganz, ganz lieb von euch, Freunde. Ja, der Hardref hat bei uns so, auch nochmal 35 Abos losgelassen. Also der Hardref ja, ist Anfang des Monats. Hardref hat wieder gehalten. Das ist der gleiche, ja. Was, die Arbeit, was der hat, brauche ich auch unbedingt, ja. Warte mal, Eddie, hast du das genommen? Ich hab den Pott gezündet, ja. Pott gezündet. Ja, Pott gedings ja. Hier. Pott geraucht. Du trittst einen anderen Spieler. Wie ist das? Erzähl mir was aus Österreich. Jetzt mal weg von FromSoft. Also okay. Du musst jetzt nicht genau sagen, wo du wohnst, aber bist du da aus Wien und der Gegend oder was? Also, an Wiener fürst hören, an Wiener redet wieder Falco. Ja? Ich bin ein kompletter Oberösterreicher. Also Linz, wenn du das was sagt, vielleicht, Edi. Ja, Linz. Ja, Linz-Wels, so das ist. Also ich bin aus Oberösterreich, ja. Ist jetzt nicht die schönste Stickel von Österreich, ist aber zumindest ein ziemlicher gemütlich. Bei uns sind die Leute alle gemütlich, ne? Sind also ich muss drauf. Jetzt sagen, für mich klingst du wie Falco. Also ich das ist definitiv eine Beleidigung für Falco, ja. Nee, das aber, muss man einfach mal so festhalten. Aber ich könnte jetzt nicht den, obwohl Eddie, wenn ich es höre, vielleicht den Unterschied hören. Eddie, ich kling, das ist wie wenn ich sage, du klingst für mich wie Tina Turner. Na wirklich, das gibt keinen größeren Unterschied. Okay. Wirklich. Amadeus. Aber ja, Falco sowieso geil. So, Achtung, Eddie, du müssen jetzt aufpassen, diese Drecksfegel können uns one-hitten da. Wer? Ach, die Vögel. Fegel, ja. Und Eddie, ich muss sagen, ich habe mir ja deine Reaktion angeschaut zu meinem Video und ich habe sehr wohl eine Kritik vernommen. Ich rede zu langsam, hast du gesagt? Nein, ich habe gesagt, ich habe dich auf 1,5, glaube ich, gestellt. Und es hat einfach sehr gut funktioniert. Und jeder hat gesagt, ja, das stimmt, das hört sich besser an. Danke dafür. Ja, aber das ist einfach, glaube ich, das liegt am Dialekt. Das ist einfach so. Österreich, ja. Schweizer sind ja noch langsamer. Schweizer gucke ich auf zweifache Geschwindigkeit. Okay, ja. Und was mich nur kritisiert hast, das vergiss ich auch nicht, weil ich oft ein Wort einbaue. Weißt du das noch? So, ja. Ich weiß, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, aber du hast gesagt, warum baut der das Wort jetzt so ein? Weißt du? Ja. Dabei ist es bei uns ganz normal so. Ja, aber das ist einfach, ihr könntet ja schneller zum Ziel kommen, wenn ihr nicht unnötige Wörter benutzt. Ja, wir benutzen unnötige Wörter. Also ihr sagt dann zum Beispiel das, wo, das, zum Beispiel sagst du, willst du das Schwert, das, was mir so gefällt? Ja, genau. Aber das was ist ja komplett unnötig, das brauchst du ja gar nicht. Du kannst ja sagen, das mir so gefällt. Also ihr benutzt, wenn du das auf ein Leben hochrechnest, Jack, ja, dann hast du in deinem Leben, ja, da hast du bestimmt 2-3 Jahre an Wörtern verschenkt, die es nicht gebraucht hätte. So, wo gehen wir lang? Also ich muss echt sagen, das gibt mir jetzt zum Nachdenken, weil ich will eigentlich nicht mein Leben verschwenden mit Wörtern, was ich ausspreche. Ja? Eddie, da hinten in dem Wagen liegt das Großschwert. Willst du das haben, ja oder nein? Ganz Großschwert. Fette Teil. Nee. Das von Gatsko, okay. Meinst du von, okay, nee. Ja, das wissen wir nicht. Okay, das wollte ich dir eigentlich sagen. Schau, der Blacknet schreibt, das was ist wichtig, Ede. Bei uns in Österreich ist das wichtig. Aber warum? Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Also ich will es ja verstehen, weil vielleicht benutze ich das in Zukunft dann auch. Na, willst du auch deine Lebenszeit verschwenden mit Wörtern, die was keiner braucht? Siehst du, da war es wieder. Jetzt hast du absichtlich gemacht. Stimmt. Nein, das habe ich nicht absichtlich gemacht. Das habe ich halt seit 36 Jahren da drinnen. Das kriegt man nicht mehr raus. Ja. Eddie, jetzt sage ich dir das Geilste, was du je gesehen hast. Das hat mir Vanessa gesagt. Die Vanessa hat mir das gesagt, am Moderator von mir. Da gibt es die bestienvertreibende Fackel zu kaufen. Und das ist mit Abstand das genialste Item. Ich weiß nicht, ob du den Trick schon kennst. Hoppala. Oh shit, one hit. Oh, ich bin abgestürzt. Bei mir ist Spü abgestürzt gerade. Jetzt bin ich wieder. Meinst du oben bei dem?
Ah, nee, da ist doch gar beim kein Händler. Händler. Beim doch. Händler, beim Händler. Da ist ein Händler oben. Und das ist richtig geil, was die Fackel kann. Das, was die Fackel kann. Was die Fackel kann. Was die Fackel. Du hast recht. Eigentlich hast du recht. Ich würd mir sehr viel sparen, eigentlich, ja? Ja. So, wenn jetzt du bei dir in der Welt. Ich sehe dich hier, Host of Fingers. Okay. Aber ich sehe dich nicht. Also ich sehe deinen Namen. Okay. Dann müssen wir nochmal neu connecten, Eddie. Ah, warte mal, bist du. Ja, geht nicht, nein, ich bin bei dir. Warte mal, ich geh mal. Ich bin bei der Kirche wieder rausgekommen. Also dann komm einfach daher zu dem Leuchtfeuer. Du musst du musst den Vote zustimmen. Westlicher Drachenhügel. Genau, aber da musst du westliche. Auch dahin voten. Okay, dann vote jetzt einfach mal. Vote vor westlicher Drachenhügel. Da okay, passt, ja geil. Miss Valentine, wunderschönen. Ah, siehst du, da bist du doch, du wunderschöner, blauhaariger. Was ist ja, das ist schon das ist eine Ausstrahlung, muss man sagen. Eine Ausstrahlung. das gefällt mir. Okay. Also nochmal zur Fackel so, jetzt. Genau. Also die Vanessa hat mir das gesagt. Ich habe das selbst 4000 Stunden nicht gewusst, was diese Fackel macht. Und das ist wieder das Geile an From Software. Du spielst das Game Stunden um Stunden und dann kommt wieder ein Geheimnis, wo du denkst, das ist doch nicht möglich. Na? Mhm. Achtung auf die Runde. War doch auch bei Bloodborne so, dass die irgendwie Jahre später noch einen Boss entdeckt haben, irgendwie in einem der Chalice-Dungeons. Ja, genau, richtig. Hier kommt ja einer meiner absoluten Erzfeinde aus dem ganzen Spiel. Nachts. Der Klangperlenjäger. Ja, den hasse ich wie die Pest hier. Ich liebe den. Den pariere ich weg. Den parieren wir, Eddie. Aber nicht jetzt one-hitted er uns. So, da holen wir uns die bestienvertreibende Fackel. Ach so, dann gebe ich dir noch Geld. Und dann schau da an, wie geil das jetzt ist, Eddie. Hab ich die jetzt auch? Nee, ich muss die auch kaufen. Ja, du musst es kaufen. Schau her, Eddie, was ich mach. Warte. Siehst du das, Bruder? Was? Die hören auf dich. Der greift. Nein, die rüste aus, die Fackel. Der greift dich nicht an. Du kannst dann die großen Hunde mit der Fackel einfach vorbei und die werden die niemals. Die funktioniert nur, wenn man es ausgerüstet hat. Ja, ich war gerade dabei. Ich war ein bisschen langsam im Ausrüsten. Episch, ist wirklich episch. Geh mal hin mit der Fackel, ich finde das jetzt so nice, ne? Und das funktioniert für die Giftfrösche, es funktioniert für viele Gegnertypen. Kein Problem mehr, du. Die greifen die einfach mit der Fackel nicht an, ne? Das ist echt krass, das wusste ich auch nicht. Nein, also sobald du aber einmal hinhaust, greifen sie an. Nee, die weichen aus, guck mal. Okay, sie greifen ja, voll. Okay, passt. Das wollte ich nur sagen, Eddie. Weil es halt cool ist zu wissen, finde ich, ne? Das ist super, ja. Es ist schön, dass man immer... Immer noch was lernt, dieses miese Vieh. Ich glaube, wir sollten schon langsam weg von da. Ich warte auf die Erde da mit dem Pferdchen. Was passiert eigentlich, wenn ich zum Bonfire gehe und du nicht? Also dann sind die Gegner... Du lobst die irgendwie auf und die nicht, ja. Nee, aber dann sind die Gegner ja wieder resettet. Sind die dann bei dir auch resettet? Also die verschwinden dann bei dir einfach. Sie verschwinden kurz, ja. Okay. So, ich komm. Okay. Das ist halt so ein kleines Geheimnis, ne? Du kommst noch 4000 Stunden drauf und denkst dir krass, wie viele Sachen das da gibt, die was du eigentlich noch gar nicht weißt, so, ne? Ja, und auch was die Lore angeht, ne? So was du immer. Ja. Also ja. Du hast ja bei FromSoft wirklich das Gefühl, dass jeder Baum oder weiß ich jetzt nicht, aber irgendeine Statue oder irgendein Gemälde, was in irgendeiner Burg hängt oder so, dass das nicht umsonst da hängt, sondern dass da sich genau gedacht wurde, warum. Absolut, man das absolut. Bestimmt, Eddie. Jawohl, nice. So, wir sind beim Drachen jetzt gleich. Der Arme. Den habe ich zum Beispiel, als ich den das erste Mal im Spiel gesehen habe,
habe ich mich nicht getraut, den zu töten, weil ich dachte so, vielleicht ist das ein wichtiger NPC. Und man weiß ja bei FromSoft-Spielen immer nicht. Ja, genau, richtig, ja. Ne, ja, wenn du jemanden killst, ob du dir damit nicht irgendeine komplette Questline kaputt machst. Oder die eigentlich musst du ihn sogar killen für die Platin, weil du musst dir sein Brüllen kaufen für sein Herz. Aber du hast recht, am Anfang haben wir auch gedacht, soll ich den killen, der ist sicher nur wichtig für irgendeine Quest. Und Gott sei Dank ist er nicht so wichtig für eine Quest. So, yes, jetzt werden wir gleich richtig stark, Eddie. So, ich hab's leicht veraktiviert. Und jetzt hauen wir auf den so lang drauf, bis dass er stirbt. Und bis das Blut kickt. Und ganz wichtig, ganz knapp vor dem Tod, den goldenen Fuß essen. Ja. Genau, also ich gehe immer da zum Bein her, das da ist ein bisschen. Hier geht er auf, oder? Nein. Hey, Mr. Danny, danke für 5 Mitgliedschaften, du lieber. Ja, Goldmaske-Quest, Jenny. Hä? Ich glaube, mein Schwert ist zu kurz. Ja, da geht's beim Fuß geht's eigentlich relativ gut. Ja. Ja, das dauert jetzt ein bisschen, aber zumindest kickt das Blut dann relativ schnell. Wieso kann ich nicht zweihändig machen, den Dolch? Also. Sonst glaube ich mit. Doch, das geht mit Dreieck und R1. Probier mal, Eddie. Dreieck und R1. Ja, macht er nicht. Aber weil du umgestellt hast. Ach so, ja. Hä? Jetzt habe ich das Schild zweihändig. Ist das geil? Der Fackler zweihändig, die nächste Stufe von Perry, glaubst du? Geil, Eddie, 10 von 10. 10 von 10. Alter, ich stirb mit dir, Schatz. Ich krieg's nicht mehr weg, ich hab mich gefesselt am Buckler. Alter, ich stirb. Ich krieg's nicht mehr weg, Alter, was ist das? Welche? Oh Gott, ihr Stick. Du trinkst die ganze. Welche Taste nochmal? R1 und Dreieck war es doch. Sorry, aber ich kann nicht mehr. Entschuldigung, die schaut so dämlich aus. Du springst herum und hast den Packler. Oh Gott, die kann nicht mehr. Danke für den Moment. Jesus Christ. Ich glaube, ich habe das nämlich doch nicht so gespielt, wie ich es jetzt eingestellt habe. Komplett durcheinander. Egal. Ah, jetzt hast du zweihändig, ja. So. Siehst du auch die Lebensleiste vom Drachen, Eddie? Ja, ich sehe es da. 18.332. Genau, ja. Den haben wir jetzt weg. Dauert ein bisschen, aber egal. Der gibt uns sicher. Ey, das ist eher für Black Knight, das ist so krass. Edward Laser einfach am Start, ja. Wieso habe ich eigentlich 2 Debuffs gerade? Ah, das gibt ja der Drache, den Debuff. Ah, okay. Das ist weniger Angriffskraft, der wehrt sie so mit seiner Aura. Das ist richtig. Aber Eddie, asozial, muss ich echt sagen, richtig asozial, ja. Richtig Ritter-Style. So richtig ehrenlos. Richtig ehrenlos. Einen schlafenden kranken Drachen zu zweit niederknüppeln. Hey Thronos, moin. Na, was wolltest du sagen noch? Hälfte haben wir schon. Ich wollte sagen, ich schaue mir eigene Videos schon ewig an. Ne? Wenn mir mal wer gesagt hätte, dass ich mit Edward Laser am toten, hilflosen Drachen niederschlag, hätte ich gesagt, das ist ein Traum. Da muss ich dich enttäuschen, weil mit Edward Laser habe ich wirklich gar nichts am Hut. Also das ist. Achso, genau, stimmt, Entschuldigung. Ich kenne den auch nicht. Ja. Das wird immer wieder. Wäre ich da drauf angesprochen. Ja. Stimmt, aber der schaut doch nur ein bisschen ähnlich. Ja, also, naja, weiß ich nicht. Der hat halt sehr viele Muskeln, ne? Ja, der ist halt wirklich ein Mannsbild. Er ist wirklich wahnsinnig. Also wirklich auch wahnsinnig attraktiver Typ. Ja, der Schönste. Schöner als der schöne Micha auf jeden Fall. Und das will was heißen, ja. Das soll was heißen, ne? Ja, jetzt haben wir gleich prockt's noch einmal. Ja, und so, wenn er noch mal ganz wenig Leben hat, dann nehme ich diesen Fuß, ne?
und dann gibt er 100k. Ah ja, genau, stimmt. Eddie, verstehst du mich eigentlich? Wie mein Dialekt du? Oder verstehst du einige Sachen nicht? Doch, doch, ich versteh's. Also sag nochmal Vogel. Du verstehst, okay. Vogel. Nee, du hast eben anders dazu Vogel. Gesagt. Vogel, Vogel. Hä, du hast doch eben nicht Vogel gesagt. Fegel hast du Vogel, gesagt. Depp oder Fegel, die Fegel, ja. Fegel ist Mehrzahl. Ah, okay. Die Fegel. Das Mehrzahl. Der Vogel, die Fegel. Die Fegel. Ja. So, ich nehm jetzt den Fuß, Eddie. Ja, warte. Der hält 3 Minuten lang. Mhm. Sehr gut, yes. Ah, sehr oh, schön, Gleiser da. Weg. Traumhaft. Souls-Veteranin am Werk. Hast du eigentlich mal Monster Hunter gespielt? Nie. Nie? Habe nie den Zugang gefunden. Habe nie so gefallen. Echt? Weil das geht in eine ähnliche Richtung eigentlich. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, dass Souls-Leute okay. auch Monster Hunter mögen. Also es ist schon natürlich anders, aber es hat auch so diesen so ein Kampfsystem, wo du nicht einfach Button mashen kannst oder so, sondern... Mhm. Ich habe tatsächlich noch keine Minute Monster Hunter gespielt in meinem ganzen Leben, muss ich zugeben. Mhm. Und du, ist das einer deiner Lieblingsreihen, oder? Ja, also Monster Hunter World habe ich schon krass abgefeiert, muss ich sagen. Das ist schon, also es ist halt auch sehr, also du, da kannst du dich auch richtig drin verlieren in dem Spiel. Okay. Das ist schon ein krasser Grind, aber es ist schon auch, es hat auch teilweise so epische Momente, gerade im Multiplayer, wenn du mit irgendwelchen Mates spielst und man zu zweit oder zu viert oder so ein fettes Monster legt, so mit letzter Energie und so, und das ist schon, das hat schon ein paar Momente, die sind schon wahnsinnig gut. Also die erinnern mich auch dann so in dem Moment an die Souls-Spiele. An die Souls-Spiele, genau. Mhm. Ja, wie gesagt, ich habe es leider nie gespielt, aber ich habe halt, also ich weiß auch, dass der Tran zum Beispiel spielt das ja auch voll gern, gell? Ja. Und bei dir habe ich es jetzt nicht gewusst, Eddie, dass du so ein Riesenfan bist. Aber ich habe halt auch viele, viele Freunde, die was auch sagen, das ist, ich muss das unbedingt damit zocken. Aber ich weiß nicht, ich bleibe halt immer bei den Souls-Spielen und bei den Souls-Likes eigentlich so. Mhm. Weißt? So, Eddie, jetzt die Frage, was willst du für Waffe spielen? Weil jetzt können wir halt fett leveln. Ne? Also Waffen, die was halt jetzt erreichbar wären, wäre eben der Bluthundreißzahn, das Claymore, der Zweihänder zum Beispiel, das Uchi Katana, was ich jetzt schon habe, kommt man uns auch holen. Was könnte man machen? Was soll ich machen? Also Claymore ist natürlich immer eine sichere Bank. Mhm, also Claymore ist immer geil, ja. Claymore mag ich schon gerne, aber... Ist halt Stärkebild, ne? Freunde, was finden wir spielen? Uchi Katana ist auch geil, ja. Nagakiba. Zweihänder Großschwert. Nagakiba, das ist das lange Uchi-Katana da, das können wir uns auch holen. Stärkebild wollt ihr? Also so richtig Bonk, irgendwas Fettes? Stärke, schreiben sie bei mir im Chat, die Frosty. Na, der Vegeta. Lass mich überlegen, was für Waffe wäre nur jetzt zum Erreichen. Freunde, haut mal ein paar coole Waffen. Magier mag ich nicht. Dragon Tooth, ja. Magier, ne? Flambeer wäre geil natürlich, ja. Stärke. Zweihänder, Bluthundreißzahn ist halt auch gut. Anker, einen Anker kann man sich holen. Was ist denn die fetteste Waffe? Ein fetten Hammer, fette Axt. Die fetteste Waffe, also jetzt kein Schwert, sondern du meinst wirklich so ein Hammer oder so? Ja, so richtig schön bonkmäßig. Ja, das ist dieser Giant Crusher da, dieser Riesenhammer, den was Magit da hat. Den kriegst du aber erst ein bisschen später. Da müssen wir ins Altus-Plateau für den. Und die große Keule, das ist eine gute Idee. Die große Keule mag ich auch gerne. Wo gibt's die nochmal? Echt? Du magst die große Keule? Okay. Ja, habe ich in allen Teilen habe ich die gespielt. Okay. Man, auf das wirst du wahrscheinlich nicht Bock haben, dass wir unsere Waffe farmen, oder? Das ist mir... Du, ich das bin bei einem dabei. Aber was schwebt dir vor? Welche willst du denn farmen? Also es gibt eine Waffe, die spüren die wenigsten und das ist meiner Meinung nach die aktuell beste Stärkewaffe im Game. Ne? Das ist die verformte Axt.
Das ist eine reine Stärkewaffe, das ist eine Axt, das ist nicht allzu groß, aber die ist mega schnell und macht mega Damage. Ja? Die müssen wir uns aber bei so. Die müssen wir uns ein bisschen farmen. Das ist ein bisschen unangenehm. Da müssen wir jetzt noch Liurnia reiten. Und da gibt es einen Dungeon, da sind diese fetten Omen drinnen. Und die drei fetten Omen müsste man immer wieder killen, bis die Waffe droppen. Ne? Let's do it. Aber davor brauche ich eine Waffe, mit der wir farmen können. Ich kann mit der Waffe kein. Mit der wir farmen können, okay. Dann lass uns doch das. Dann hole ich mir das Claymore. Und dann farmen wir die andere. Wir holen uns Claymore und mit Claymore farmen wir die Dudes dann ab, okay? Weißt du, welche Anforderungen wir brauchen dann? Also in was stecken wir jetzt? Also ich persönlich, also für die verformte Axt brauchst du dann 23 Stärke. Das heißt, das brauchen wir mal mindestens. Ja. Und ich gehe jetzt so in Rest, ich gehe jetzt so 25 Kraft, 15 Kondition und 23 Stärke so. Das mache ich. So viel Level kann ich doch gar nicht, oder? Doch. Ah, du machst gar nicht im Vigor, weil du weißt, dass sich eh nichts trifft, ne? Doch, hier 25 Vigor. 25 Vigor, 15 Kondition und 23 Stärke. Okay, dann kannst du sogar mehr leveln als ich. Ich habe 21 Vigor, 15 Endurance und 23 Stärke. Okay. Immer ungefähr gleich. Ja. Ja, passt. Aber du kannst natürlich auch was ganz anderes spielen. Wir können unterschiedliche Sachen. Also ich persönlich liebe die Axt. Ich spiele aktuell fast nur mehr mit der Axt, weil es so gut ist. Und das ist ein bisschen ein Geheimtipp, das spielt fast keiner, die Axt. Ne? Okay, so dann. Dort drinnen, wenn wir Bock haben, können wir uns noch Radagons Wohnsiegel holen. Der Talisman, der was jeden Wert um 5 verstärkt. Ja, der liegt drinnen. Oh, ich hasse diesen Dungeon. Genau, da hau ich da einmal drauf. Wenn man da einmal drauf hat, dann sind die Gegner alle unterwegs zur Wand und man kann vorbeisneaken. Im Ernst? Ja. Da hast du einmal ins Eck und du sneakst einfach vorbei. Die Gegner gehen alle, du kommst ganz easy durch. Keiner greift dich an. Das ist ja krass. Ja, das sind die Tricks, was man mit der Zeit halt auch so bei anderen Let's Player sieht. Wow. Wieder was gelernt. Ist cool, gell? Nikola, du hast irgendwas angemacht. Ich höre jetzt irgendeinen anderen Stream im Hintergrund. Bei mir? Ich höre uns. Du hast irgendwas gemacht. Sorry. Jetzt, ja. Okay. Stactus Medaillon. Stimmt, hier ist das, ja. Ja, ja. Jetzt kommen doch hier die blauen Typen. Ja, jetzt kommen die blauen Arschlöcher. Warte mal, Fackel ausrüsten. Oh nein, sorry, Eddie. Wieso? Bei den blauen nicht, aber bei den Ratten da. Schau, siehst du, Eddie? Wo bist du denn? Achso, du bist da herunten, ja. Da, die Ratte greift mich nicht an, weil ich die Fackel hab. Du kannst so ganz gemütlich. Achtung, der blaue haut uns aber weg. Jetzt springen wir da rüber. Oh, hier ist auch ein blauer. Jesus. Aber die greifen einen an. Oh, damn. Ich bin falsch runtergesprungen, glaube ich. Ja, okay, komm. Komm, kein Problem. Es schaut ganz friedlich aus da herunten. Okay, wir sind tot. Nee. Bist du tot? Na, ich gehe die Leiter hoch. Ich komm nochmal. Yes. Hey, Patty, moin, mein Lieber. Und Loki, Scheiße, da wunderschön. Drinnen, wieso ist denn in dem Raum einer drin? Ja, bitte. Jetzt tot. Verdammte Scheiße. Ed Fromsoft macht nichts, das ist eine schwere Gegend da. Was muss ich jetzt machen? Einfach wieder. Ich komme einfach zu dir, oder? Oder? Was steht da? Player Jack Montgardi has cast a warp to Greyroll Strangroll? Nee, Fort Ferris, doch. Ja. Hä? Ich habe jetzt einfach da die Gnade mal anvisiert, dass wir wieder von vorn starten. Achso. Warte. Oder bist du schon in meiner Welt? Ah, du bist eh schon in meiner Welt. Okay, so geht's auch. Ja. Janni, moin, grüß dich. So, wo bist du jetzt? Bist du drinne? Ich bin im Ladebildschirm gerade. So. Jetzt bin ich wieder bei dir. Ja, genau, jetzt bin ich wieder bei dir. Genau, da einfach ins Eck einmal draufhauen. Richtig, passt.
reicht. Auch mit so einem Schlag genügt. Und dann ducken, ne, ducken. Weil sonst auch mit dem Glanzmesser, ja. Die sehen uns jetzt nicht. Und die ganzen Dudes, siehst du, die laufen da alle zur Wand. Längs. Okay, einer hat mich gesehen. Ja. Was ist das? Was ist das? Wie widerlich ist das? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Okay, das war gerade sehr widerlich. Oh mein Gott. Guck dir das, hast du das schon mal gesehen, dass die hier so einfach... Nein, das war ein Bug. Das war ein Bug. Ein widerlicher Bug. So, ich bin vergiftet. Du auch, ne? Ja. Genau. Springen wir da rüber. Das Mondsiegel ist halt einer der besten Talismane, so. Und hauen uns da runter. Und dann jetzt müssen wir einfach da, die greifen uns eine, da ums Eck so springen, da so rüber springen. Oh! Scheiße! Na! Oh, das hat mich... war aber. Ich hab's gesehen, das war sehr, sehr, sehr bess. Ja. Bleib da, oder okay, was passiert? Ich kann auch jetzt einfach zu dir kommen, oder? Ey, du warst kurz da, ja. Ich bleib jetzt einfach mal stehen. Genau, ich komm einfach zu dir. Ja. Eigentlich hängen sie an der Decke, Lukas, das war ein Bug, ja. Ja, es kann sein, dass diese Tricks, sag ich mal, im Koop nicht ganz so gut funktionieren wie im Singleplayer, weil wenn wir nicht exakt gleich sind, ja, dann triggerst du natürlich irgendeine Animation und ja, absolut richtig, Eddie, ja. Okay, ich bin gleich wieder das bei dir. Das funktioniert alles nur, ja, kein Problem. Was versucht Nikola zu machen? Hey, Piepert, wunderschönen. So, warte. Ui, stirb gleich. Komm, ich bin gleich da. Komm, ja. Jetzt ist halt hier immer noch der dumme Wachmann. Spring einfach rüber. Zu mir. Ja. Yes, und jetzt das greifen uns auch diese absoluten Trotteln da nicht an. Und wir können uns da easy den geilen Talisman holen. Ich rüste ihn gleich aus. Jetzt haben wir 5 mehr Leben, Vitalität, Ausdauer, Stärke und Geschick. Über 5 Punkte mehr. Aber der hat auch einen Malus, glaube ich, ne? Hat er nicht auch einen Malus? Ja, dass wir ein bisschen mehr Damage kriegen, ne? Ja. Wenn wir getroffen werden. Das ist wirklich, ja, ein bisschen nicht so geil. Jetzt müssen wir einfach da, ja. Hey, Frosty, danke, meine Liebe, für die 5 Mitgliedschaften. Du Liebe. Oh, jetzt bin ich auch noch auf der falschen Seite. Das klappt wieder. Scheiß drauf. Hey, Job Alliance, wunderschönen. Danke, mein Lieber. Okay. Was mir jetzt. Ich weiß nicht, Eddie, wenn die dich stört, dass sie da so Kommandos gibt, dann muss man sagen, gell? Überhaupt nicht. Ich lasse mich gerne von dir leiten. Ich habe jetzt schon so viele Sachen gelernt. Obwohl ich dachte, ich weiß alles über das Spiel. Aber mir macht das richtig Spaß. Also, let's go. Aber jetzt holen wir uns erstmal. Jetzt holen wir uns Claymore, oder? Genau. Aber zuerst holen wir uns jetzt noch die beste Weapon Art für das Claymore, für die Stärkewaffen. Das liegt nämlich in Kaled, wenn du es magst. Ja, klar. Wo? Welche meinst du? Das ist die Crackblade, ne, die Felsenklinge. Mhm. Bei jeder Stärkewaffe, du tauchst du deine Waffe in die Erde und kriegst so wie ein Havel the Rock-mäßige einen Überzug, der was da 20% mehr Damage gibt und 15% mehr Haltungsbruch. Mega Webmart für Stärkebild. Wo? Die können wir uns schon. Da müssen wir jetzt herreisen zu den Ruinen von Kaelem. Ruins of Kaelem. Wo ist das? Also die Gnade müssen wir eigentlich haben. Okay. Ja, haben wir. Haben wir gerade ein Leck oder was? Bei mir schreiben die Leute Leck. Nö, ich. Stream, ich bin da. Stream hängt bei mir. Okay. Mir scheint der Stream zu hängen. Oder geht's wieder?
Da bist du doch. Ein Leck. Okay, yes. Wir haben ein Leck. So, jetzt treibt man da runter. Das ist nur so ein bisschen Setup, was ich auch immer mache, Eddie. Was das so ein bisschen, gleich mal ein bisschen Vitalität, eine geile Waffe, eine geile Weapon hat und dann das Spür einfach durchzocken, so. Weißt du noch, Eddie, wie du Elden Ring gezockt hast, was war der Moment, was war dein Highlight so vom ersten Mal durchspielen? Wow. Irgendwas, gibt's da irgendwas, was du sagst, das hat dich wegblasen oder da hast du gedacht, Alter, wie geil ist das oder typisch FromSoft oder so? Boah, ich weiß gar nicht, also ich fand, ich fand den Kampf hier, wie heißt er, hier in Redmain. Radahn. Gegen Radahn, das fand ich schon episch. Also überhaupt das Ganze, wie du dann erst zu ihm reitest und er dann da auf so einem kleinen Esel da. Ja. Ich fand, ich weiß gar nicht mehr, ich fand einfach, als ich das erste Mal da dann natürlich mit der Schatzkiste da teleportiert wurde und dann in Caelid aufgetaucht bin. Ja, das war so geil, ja. Das war krass. Oder das erste Mal Siofra. Ja, genau. Da, oh ja, als du dann mit dem Aufzug nach unten gefahren bist und er hört einfach nicht auf und du denkst dir einfach nur, okay, ja, wie fucking tief geht das? Und bis du dann realisiert hast, okay, hier, es gibt nochmal die gesamte Oberwelt auch nochmal als Unterwelt, so ungefähr. Ja. Das fand ich krass. Ja. Es gab so viele Sachen. Ich mochte, Achtung, Drache getriggert. Ja, der tut nichts. Ja. Der ist friedlich. Wir sind gleich da, wir haben es gleich. Ich fand aber auch schon die Knights of the Round, also die Round Table Hold, fand ich schon geil. Ja. Okay, jetzt habe ich spannende Frage an die Eddie. Was ist der Lieblings-Hardwood? Nexus, Feuerbahnschrein, Round Table Hold, Traum des Jägers, was würdest du sagen, ist für die geilste von From Software? Aber geil im Sinne von am praktischsten oder ich glaube, ja, ich würde wahrscheinlich Dark Souls 3 nehmen. Der Feuerbahnschrein. Weil da ist alles, was man braucht irgendwie. Wobei, ich bin eigentlich gar nicht mal so, wobei Majula in Dark Souls 2 Majula fand ich auch cool. Ist auch top, ja. Aber ich bin eigentlich eher, also ich mag es lieber, wenn die Welt zusammenhängt ist und nicht so Demon's Souls mäßig oder auch Dark Souls 3. Das ist das Einzige, was mich an Dark Souls 3 gestört hat, dass es nicht ganz so geil zusammenhängend war. Das stimmt. Bei Dark Souls 1. Das stimmt. Du hast absolut recht. Aber. So, warte, müssen wir kurz schauen, Eddie. Freunde, leckt bei euch das Stream gerade oder ist bei euch aktuell alles okay? Weil bei mir schreiben ein paar Leck rein. Hier hängt es leider wieder. Die Quali ist heute nicht so pralle. Das liegt an mir, sorry. Ja, immer wieder ziemlich laggy. Hin und wieder leckt's. Jetzt geht's bei mir wieder. Ja, ich weiß aber nicht, an was das liegt, weil eigentlich so, ich kann da schnell schauen, bei mir ist so alles im grünen Bereich eigentlich. Moment, Eddie, muss kurz schauen. Da ist irgendwer verstorben. Ja, ich komm zum Bonfire. Okay. Bei mir ist eigentlich alles so im grünen Bereich. Aber auch bei Eddie der Fall. Okay, boah, geht der Wind gerade draußen. Warte mal, Eddie, ich muss schnell das Fenster zumachen bei mir. Ja. Wo bin ich denn jetzt? Ja, die Unterwelt ist signifikant kleiner als die Oberwelt, aber das weiß man ja zu dem Zeitpunkt, wo man sie entdeckt, nicht. Das stimmt, ja. Du musst mal so, voten. Ja, ihr vote. Dass ich vote. Zu dir komme. Ah, warte. Mhm. Nochmal. Passt. Warte. Ich hoffe, dass es wieder passt bei euch, Freunde. Es ist aktuell ein schweres Gewitter, ja. Liegt an YouTube, sagen die Leute.
Okay, er liegt an YouTube. Ist ein bisschen deppert gerade, vielleicht irgendwo Unwetter. Jetzt ist die Qualität wieder top. Top, schreiben sie, okay. Wird schon passen. Ja, boah, ist gleichzeitig abgestürzt, also scheinbar wirklich YouTube. Okay, okay. Twitch lief anscheinend durch. Jetzt, müssen wir hin. Yes. Da hinten, Eddie. Da oben ist jetzt diese super krasse Webmart für stärkere Waffen. Ne? Da ist so eine fette Kugel und Felsenklinge ist halt absolut top. Den müssen wir killen da. Yes, 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 yes. Hammer. Passt. Ich bin mir nicht und sicher, jetzt können wir. Ich die in meinem First Playthrough? Braucht man die für Platin? Die kommen leicht über. Nein, braucht man nicht für Platin. Jetzt können wir das Klima holen, wenn du willst, Eddie. Ja. Dann beamen okay, wir uns. Doch, beamen wir uns, ich würde sagen, vor dem Tor. Vor ja. dem Tor. Ja. Okay, jetzt schreiben die Leute, dass es wieder super geht. Helle, Eddie hat einen Techniker, das ist der Nikola. Und das ist eventuell der genialste Mensch im technischen Bereich, was ich je kennengelernt habe. Der hat mir vor im Gespräch, Probleme gelöst, die was ich seit 2 Jahren habe. Das ist so krass. Jetzt schmeichel ihm nicht zu sehr, der ist eh schon arrogant. Ach so, okay, das habe ich nicht gewusst. Er kann gar nichts. Er kann gar nichts. Wo bist du, Eddie? Ich bin schon auf dem Weg. Zum Claymore. Ah, du bist schon im Weg nach Morne, okay. Frank Kappe, danke für 5 Mitgliedschaften. Dwelven schreibt im Chat hier, Nikola hat krasse Aggressionsprobleme. Das ist mir auch schon aufgefallen. Das ist dieses das Frankische. Ja, ja, ja. Das Frankische. Fränkische. Danke, Frank. Gott, meine Waffe ist so scheiße, ey. Aber jetzt gleich. Kriegst du eine gescheite Waffe. Gleich gibt es was Gescheites. Du hast wirklich die beschissenste Waffe, aber das, du hast Mistkäfer. Beim Jagdpferd gerade. Yes. Ist auch gute Webmart für Beginn. Du hast gerade bei mir kein Pferd, ey. Das schaut wirklich ziemlich funny aus. Du hast recht. Mhm. Hey Nation Demon, danke für 5 Mitgliedschaften, mein Lieber. Sag mal, hier gab es doch irgendwo einen, ich erinnere mich hier, einen so einen Zombie. Schatz. Ja? Der irgendwie besonders war. Besonderer Zombie. Ja, hier einer von denen, irgendwo einer von denen war irgendwie war special. Es gibt einen, es gibt einen Zombie, der verwandelt sich dann. Das ist an einer anderen Stelle. Der verwandelt sich dann in so einen Tutorial-Boss und der droppt dann eine Larventräne. Wenn du das meinst. Ja. Ah, meinst du nicht? Okay. Doch, doch, ich glaube den. Ich weiß es mehr. Ah, den meinst du, okay. Ja, irgendwo gibt es hier so einen. Er meint den Bärencheck. Ich muss dazu sagen, okay. Ich bin leider ein. Das ist wirklich wahr. Ich habe auch Angst, dass ich irgendwann mal dement werde oder so. Aber ich bin ein sehr vergesslicher Mensch. Ich habe so. Okay. Ich habe es nicht untersuchen, das ist jetzt Selbstdiagnose, aber meine Selbstdiagnose ist, dass ich ein komisches Kurzzeitgedächtnis habe. Ich kann mich oft an viele Dinge nicht in meinem Leben erinnern, obwohl sie sehr prägend sind. Okay. Ich merke das immer, ich bin ja großer Fußballfan. Ja, und ja. Ich kann mir nie Fußballspiele merken. Also wenn ich mit Nils rede, der kann ja dann sagen, ja, weißt du noch, 1995, damals Miro Klose, Kopfballtor, zweite Halbzeit. Und ich kann das nicht mehr. Ich könnte dir nicht mal mehr sagen, gegen wen die Eintracht vor 3 Wochen gespielt hat, obwohl ich ein riesen Eintracht-Fan bin. Ja, aber Eli, man muss auch sagen, du bist da viel beschäftigter Mensch, der was in seinem Leben... Ja, das ist nett gemeint von dir, aber es gibt auch andere viel beschäftigte Menschen da draußen, die sich Sachen merken können. Es ist einfach... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es wirklich eine gesundheitliche Sache ist oder... ja, keine Ahnung, vielleicht andere Dinge. Na, ich glaube einfach nicht. Ich vergiss auch voll viel. Ich vergiss zum Beispiel jedes Mal, wie man ins Schneegebiet kommt in Elden Ring, obwohl ich schon so oft gespielt habe. Aber bei mir ist eher so Orientierungslosigkeit, das stimmt schon, ja. Aber dann frage ich dich jetzt was, Eddie. Deutschland gegen Brasilien 7-1, wer hat es 3-0 geschossen?
Ja, kann ich dir nicht sagen. Weiß ich nicht. Ja, dann bist du dement. Ja. Sag ich, wirklich, könnte ich dir nicht sagen. Toni Kroos. Ja, was weiß ich. Sowas. Ich merke mir nur Emotionen. Also, ich weiß, ich speichere Emotionen ab. Ich kann dir sagen, wo ich es geguckt habe und mit wem und so, aber ich könnte irgendwie. Es ist so sehr, sehr selektiv, was ich abspeichere. Okay, ja, okay. Aber glaubst du, ist das eine ernste Sorge von dir, dass du sagst, du glaubst, du wirst so dement, ja, oder Fall. Ist das also einfach nur. Ich frage mich schon, wie das dann, also ich meine, wie das dann irgendwann mal wird, wenn ich wirklich alt bin, auf jeden Fall. Also ja. Ich sehe es ja auch, meine Mutter ist halt auch sehr vergesslich. Ja, also es ist schon so ein Ding, wo ich sage, ja, mal gucken, wie es dann ist, wenn ich 70 bin. Also, keine Ahnung, aber es ist ja. Aber vielleicht bleibt es ja so, Eddie, ne? Ja, auf der anderen Seite. Ist es ja auch, hat ja auch Vorteile, wenn man Sachen vergisst. Ist ja auch eine Form der Verdrängung. Ja, ich muss sagen, meine Oma hat die letzten 10 Jahre wirklich schwere Demenz gehabt. Ja, meine auch. Das war ganz krass. Die hat ihre eigenen Kinder halt auch nicht mehr kennt und so. Mhm. Und es ist schon was, wo ich sage, das möchte ich nicht unbedingt haben. So. Ja. Obwohl, für sie war es ja gar nicht so schlimm, ne? Für sie war es ja immer so für die Angehörigen, ja. Ist es halt nicht so schön. Ja. Aber es war bei meiner, bei meiner Mutter auch. Bei meiner Oma. Es gibt da auch so Videos, wie meine Mutter mit meiner Oma redet und so. Also das ist echt krass. Ich mache hier übrigens den Riesen, ne, weil der mir auf den Sack geht. Ja, ich komm schon. Ja, auch schon ein bisschen unverschämt, wie der da auf uns schießt. Ja. Richtiger Arschloch einfach, ne? Oh. Da geht er. Oh, schon jetzt dann. Crit. Oh. Die sind ja so easy. Die sind so easy, ja. Also was bei meiner Oma war, Eddie, das ist so krass bei der Demenz, das hat uns der Arzt erklärt, dass du, wenn du dement bist, erinnerst dich du nicht an die neuesten Sachen, sondern du erinnerst dich ganz oft an die Sachen aus deiner Kindheit, die was du schon längst vergessen hast. Das ist voll creepy. Meine Oma hat auf einmal irgendwas erzählt von irgendeinem Bach, dem was einfach, so einem Bach, den wir daheim vom Haus gehabt haben, ne? Aber der war schon 1920 gefühlt, haben sie den zugeschüttet. Und wenn du dement bist, dann erinnerst dich du an Sachen, die was du eigentlich schon längst vergessen hast. Das ist auch irgendwie voll arg. Ja, es ist wie wenn du. Merkwürdig, ja. Ja. Ja, ja, bei meiner Oma war das auch so. Die hat meine Mutter gesagt: Sag mal, weißt du noch, wer dein Enkelsohn ist? Und dann sagt sie: Nein. Mhm. Und die hat auch noch schwer gehört dann. Und dann musst du es alles 5-mal sagen und dann so. Etienne, dein Enkelsohn? Und dann sagt sie, ja, Etienne. Und dann hast du so das Gefühl, so für eine Sekunde ist es dann so aufgeflackert. Und dann fragt sie instant, habe ich einen Enkelsohn? Also so wirklich, das bleibt für so eine Sekunde, blieb das in ihrem Kopf und dann war es wieder weg. Also es war echt traurig. Okay, meine Oma war auch 96, muss ich sagen. Also, oh, okay. Das ist schon ein krass schönes Alter eigentlich, ja. Das Ärgste, was einmal, das ist jetzt wirklich kein Joke, das Ärgste, was ich mir erlebt habe, ich war mit meiner Mama und mit meiner Tante, waren wir bei meiner Oma zu Besuch im Altersheim. Hinter dir, Achtung. Und die ist halt, komm, wer? Oh. Ja. Alter, du haust ja schon richtig gut rein. Hast du dein Schwert schon geupgradet? Nein, gar nicht. Das Uchi Katana ist von Haus aus relativ stark, Ede. So, da ist jetzt Claymore gleich. Und ja. Du musst dir vorstellen, das ist, Achtung, es wird ein bisschen arg. Meine Tante und meine Mama haben unsere Oma besucht. Und dann ist meine Tante draußen eine Runde spazieren gegangen. Ja? Und dann sagt meine Oma, sieht meine Tante draußen gehen und sagt zu ihrer eigenen Tochter, wer ist denn die fette Sau da draußen? Oh, das ist krass. Es ist so, ja, das war so heftig. Ich habe zwar ein bisschen lachen müssen, ne, aber die hat die gar nicht mehr erkannt und meine Tante ist halt ein bisschen fester und die geht da draußen spazieren und sieht die eigene Tochter und sagt das zu ihrer Tochter. Und das haben wir ja nie erzählt, ne, aber das ist so krass. Man darf dann einfach irgendwie auch keine Schuld geben oder sagen, was sagst du da, weil das ist halt die Krankheit, ne. Mhm. Ja, aber es ist trotzdem hart. Das ist ja schon so, da müssen wir gar gemischt, nicht gemischt mit Tourette. Ja, stimmt, ja.
So, jetzt haben wir, was wir machen haben wir jetzt? Wir haben Disclaimer, ja. Wollen wir noch die Sau? Wir können den Boss klatschen. Dann klatschen wir um, oder? Klatschen wir weg, ins blödenartige Scheißerl. Ja, wir sind nicht zum Spaß da. Der, oh, der hat eigentlich sein Lebensrecht verwirkt. Eigentlich schon, ja. Du brauchst dich gar nicht umdrehen. So. Die Webmat von Clemo ist halt jetzt auch schon so geil, ne? Diese Löwenkralle da, dieser. Die ist so OP. Die L2, das ist so eine starke Webmat. Die habe ich, ja, hab ich auch am Schluss noch benutzt. Die ja, staggert, die ist gut, die staggert die so ist, heftig. Die staggert ordentlich, ja. Ja, ist schon wieder ein bisschen laggy. Freunde im Chat, ist ein bisschen laggy bei euch, oder? Oder geht's aktuell? Es haut schon rein, das Claymore, gell? Ich liebe das Claymore. In jedem Spiel habe ja, ich das gespielt. Ja, jeden Zollspiel. Ich liebe das. Es ist eine so nice, gebalancete Waffe. Die hat so viele schöne, unterschiedliche Schlagmuster. Voll. Aber ich finde, das geil, diese geile Webmart, diese Wolle. Geil. Eine Wolle. Ey, weißt du, welches Video, das man gestern angeschaut hat, das war so gut. Auch von euch, vom, ich vergiss leider den Namen immer, mit dem du auch die Bundesliga machst. Nils? Nicht der Nils. So ein der, hässlicher mit roten Haaren? Nein, nicht der Nils, ne, der über die Baller League hat er ein Video gemacht. Ah, Tobi, ja. Das war ein Spitzenvideo. Das hat mir so gefallen, Alter. Wie er das analysiert, warum die eigentlich gar nicht so geil ist, diese Liga. Ne? Ja, das ist typisch Tobi. Der geht da ja auch so, der ist ja sehr rational, also der geht da sehr unemotional ran und den interessieren ja, nur voll, so die Statistiken und so. Ne? Ja, ja, das voll zerlegt, das habe ich so gefeiert. Ich glaube, Hand of Blood hat auch darauf reagiert, aber ich habe seine Reaction noch nicht geguckt. Hand of Blood ist aber ein... Oh, fuck, okay. Du bist verstorben. Ja, das sind so typische Sachen. Wurscht. Also, das ist so typisch. Es ist passiert heute, ne? Ja, aber es passiert mir sehr häufig. Ja, ich. Man mischt jetzt auf, top. Aber Tobi hat ja auch nichts Böses gesagt. Er hat ja eigentlich relativ faktisch nur gesagt, dass die fußballerische Qualität jetzt natürlich nicht so geil ist, dass es eher ein Event ist für Leute, die Bock auf die, das Ganze drumherum und ein bisschen Party und dies, das haben. Und für die ist das ja auch okay. Und da würde ja aber wahrscheinlich auch keiner wirklich widersprechen. Er hat halt gesagt, er hat es halt verglichen mit dieser Liga vom Piqué, ne? Ja. Diese, ich glaube, die hat schon wieder runter, geil. Und ich finde einfach, das Video war mega gut analysiert, ne? Ja. Und auch, dass ein bisschen dieses Ziel verfehlt worden ist mit dem Entertainment-Faktor, dass das eigentlich nur Hand of Blood so ein bisschen ernst macht mit Entertaining. So, das war schon super. Stream hängt. Warum hängt er die ganze Zeit? Hängt, okay. Warte mal, Ede, ich muss da kurz was schauen. Ja. Okay. Ich werde es damit kurz in Stream neu starten. Also bleibt der Stream, aber ich durch Stream beenden. Und jetzt einfach mal neu starten, vielleicht geht es dann besser, weil eigentlich von mir, von den Zahlen her, auf OBS müsste eigentlich alles passen. Das ist YouTube. So. Hoppala. Double Claimer. Hängt nicht, okay. Double Claimer, ja. So. Da ist nur Schmiedestein 2. Oh, warte. Hinter dir, Eddie. Geh du erstmal runter? Ja. Nein, das ist nicht die 400% Mod FB. Das liegt an YouTube. Okay, danke, YouTube. Genau, Freunde, wer den Stream von Eddie seiner Sicht aus sehen will, ne? Ich hab's verlinkt in der Infobox und der Nightbot müsste jetzt eigentlich auch schreiben, der Eddie streamt ja gerade auf Twitch auch. Und der Eddie hat im Gegensatz zu mir Facecam. Also wenn's den Stream von Eddie seiner Sicht sehen wollt, dann joint's einfach zu ihm rüber.
Vielleicht Gerd oder Loki kann vielleicht wer von euch den Link zu Ede reinposten, was vielleicht ein bisschen eine andere Perspektive von Streamer mal sagen wollen. Warte mal, Eddie, ich weiß nicht, wir können da jetzt die Kriegsasche raufgeben, wenn du magst. Ah ja, stimmt. Oder stimmt, du stimmt. Ja, wobei die eigentlich auch... Die Löwen gerade... Das Gute bei derer Kriegsasche ist halt jetzt, dass wir jetzt die mit schwer durchwirken können. Und wir haben stärker skaliert, stärker gelevelt. Das heißt, wir machen, ja, je nachdem, wie du willst halt. Ja, genau. Wow. Danke, Trischi. Wo macht genau, man das ist denn? In Edes Twitch. Ah, du gehst auf Kriegsasche. Auf ich hab Kriegsasche ich vor. Wieso hab ich denn das? Na, weil nicht? Du den. Oh, du hast was vergessen, Eddie. Was hab ich vergessen? Wir müssen nochmal weg. Du hast was vergessen zum Aufheben. Können wir schnell holen, du brauchst das Messer. Oh, komm einfach vor dem Tor. Vor dem Tor, das ist gleich zu Beginn. Vor dem Tor, da müssen wir hin. Das hat mir ich geholt, ich hab mir gedacht, das gilt für beide. Vor dem Tor von Castle Morn? Ah, nein, vor dem Tor direkt beim Stadtgebiet da so. Da gibt es eine Gnade, die heißt vor dem Tor. Also du hast es ja auf Englisch, gell? Gatefront. Ja. Wahrscheinlich Gatefront, ja. Den und da Whetstone, unten liegt ja. Da dieses Messer, den Messer. Und erst dann kannst du so Sachen auftragen. Wo liegt der nochmal? Ach, liegt der hier im Camp? Das sind solche Sachen, Camp kann ich mir nicht merken. Ja, ach, gut, hier, aber das. Hier unten in der Ruine oder wo? Richtig, in der Ruine ist aber eine Treppe runter. Ja, okay. Genau. Ede voll sneaky, 20 Leute hinter ihm. Ja, ich bin ja eh immer voll drauf. Ey, dort unten ist Eddie, gell? Okay, ich hab's. Yes, und jetzt kannst du es auftragen. Jetzt brauchen wir nur mehr da irgendwie wegkommen. Ich finde, wir spielen ganz geil. Wir sind, glaube ich, erst einmal gestorben oder so bis jetzt. Also wir oder... Also ich bin schon fünfmal gestorben. Ja, na, aber das stimmt nicht. Na, doch, Alter, ich bin schon allein dreimal an dem ersten Reiter da. Ah, das ist ein Gerücht. Das versendet sich. So, jetzt kann ich es auch machen. So, zack. Yes, genau. Und auf schwer. Auf schwer, da kriegen wir gleich B-Scaling. Ey, ich glaube... Ja. Tatsächlich, dass ich das nicht hatte in meinem... Okay. Ich muss es mal gerade testen. Das ist das, schau. Absolut geil. Dann hat man da so einen Steinbelag und machst 20% mehr Schaden und 15% mehr Haltungsschaden. Das ist ja geil. Das hatte ich nicht. Das ist ein Buff. Den hatte ich nicht. Das ist ein Buff und das ist für mich die stärkste Webmart für Stärkebild. Ja. Oh, das ärgert mich fast, dass ich das nicht gefunden habe. Das ist ja eine. Also, das ist ja peinlich, dass ich das noch nicht kannte, ey. Ja, gut. Das ist ja sehr versteckt, wo muss ich ehrlich sein. Danke, Gerd. Trotzdem. Genau, keiner gesehen. Eddie ist nicht gestorben. Ehrlich gesagt habe ich gedacht, ich habe alles abgesucht. Ja, gell, das ist, ja. Das ist auf der anderen Seite auch immer wieder das Schöne bei so Spielen, bei FromSoft, dass man immer wieder noch was entdecken kann. Bist du schon vor? Ich sollte kurz was ausrichten, Ede. Der Winterliebe schreibt, wäre lieb, wenn du Ede sagen könntest, dass er in Giga Games ein großer Teil meiner Jugend geprägt hat. Ja, danke schön. Also gerne. Und ich hoffe, schön Giga geprägt. Games. Sicher schön geprägt. Genau, die haben wir weg. Oh Gott, das ist ein Riesenarschloch. Da muss ich sagen, der tut da. Wir hätten eigentlich auch die Waffe noch upgraden können, dann egal. Willst du es noch upgraden, Eddie? Nee, ach, jetzt machen wir den so, komm. Ja, Eddie, wenn du willst, dann können wir aber im Claymore bleiben. Wir müssen uns die Axt nicht farmen. Das Claymore ist ja sowieso richtig. Wir können am Claymore bleiben. Ja? Ich hab sie sauer gemacht. Das ist ja richtig. Drecksquallen. Mir ist es echt egal. Also, das Claymore, ich liebe das Claymore. Ich denke halt, es ist vielleicht ein bisschen langweilig für die Leute, weil, also, keine Ahnung, aber mir macht es Spaß zu spielen auf jeden Fall. Ja, dann bleiben wir beim Claymore, oder? Ja.
Aber die Axt so, können wir trotzdem mal holen. Ich will die mal sehen. Ich weiß nämlich gerade nicht genau, welche du meinst. Bist du ready? Den kann man, ja. Den kann man sehr gut parieren, den Bastard. Soll ich mal machen? Ja gut, dann geht wieder nicht, wenn wir, Korb, wenn wir im Korb drin bin. Also wart am Sprung, Eddie, und dann parierst du ihn. Nee. Ah, ja, es war aber nicht schlecht. Es war schon fast, ja. Jesus. Ein bisschen Tricks, also. Achso, ich hab den Buff gar nicht gemacht. Ist ja ein Buff jetzt. Online drauf, ja. Und der hat mehr viel Leben, gell, finde ich. Oh, stark, stark. Boah, was nicht ja, getroffen. Danke. Ja. Yes, indeed. Ah, das ist das Geile, oder? Das ist so geil, wenn einer den stackert und der andere... Das ist wirklich geil. Ich will einmal parryen wenigstens. Nee. Nein. Okay, gut. Warte, wir können nicht probieren, du kannst gerne parry. Ja, ich probiere es. Ich hab's Timing einfach nicht raus. Naja, jetzt geht er nur, du hast zu viel Aggro, glaube ich, gerade. Du bist gebückt. Da ist er. Yes! Was für ein majestätischer Parry war das, bitte. Ich liebe es. Ja, easy. Leon? Das war ein Traum. Leon, nein, okay. Du kannst so sagen, was du willst, Eddie. Parryn ist geil. Parry ist das Beste, ich liebe es. Ja, deshalb Beste, ist auch Sekiro so geil. Am geilsten ist der Mikiri-Counter. Wie geil ist es bitte, wenn einer so, wenn du so aufs Schwert trittst? Das ist so geil. Ich liebe das. Das ist Mikiri jetzt so geil. Wir können ein bisschen leveln. Ich leider nicht. Ich einfach voll in Stärke. Wie viele Seelen hat er dir gegeben? Ich glaube nur 5000 oder so. Ich kann da was droppen, Eddie. Nee, lass. Oh, naja, gut. Nimm da mal das. Das ist eine 12er Rune. Und du nimmst, kannst du da leveln. Aber der droppt so wenig genau, Seelen, kann das sein? Ja, er droppt 3000 oder so, ist ein kompletter Trottel. Wo ist denn? Ach da. 7000, wo hast du die denn her? Die waren da irgendwo im Kaelit, da sind die herumgelegen. Lass mal. So, jetzt die Frage. Ich würde jetzt Market machen. Sagen. Ja, lass doch. Na, sag du jetzt. Sag ich du an, jetzt sagst einfach du an, ja. Ich würde zumindest das Claymore mal hochleveln wollen. Okay, aber vielleicht ist es dann zu leicht? Findest du es dann zu leicht? Es ist eh leicht für dich. Wir nehmen einen Claymore, passt. Claymore hochleveln müssen wir heute in die Tafelrundfeste. Bester Content-Stream ever. Ehre, Erik. Ach, hier sind ja noch die ganzen Typen, die sind ja später alle weg. Schon vergessen. Ja, die tut's. Ole Platten irrelevant. Ich weiß nicht, der Typ, der war mir auch nie sympathisch. Der André ist mir viel lieber irgendwie aus Dark Souls. Der war so legendär. So ist, wenn du das Claymore spielst, soll ich dann was. Freunde, was sagt ihr im Chat, wenn da eh das Claymore spielt? Welche Waffen soll ich dann spielen? In zwei Händen vielleicht oder ein Claymore? Wir haben jetzt plus 2, ich brauch 6. Okay. Du brauchst 6 Stück? Ja. Für die nächste. Warte, damit sagt er was. Das geht nur im Seamless Korb. Was denn? Da. Was hast du jetzt gedroppt? Da liegt's. Nimm. Ach, du sollst doch. Nein, das musst du doch nicht machen. Bei mir geht's trotzdem nur auf plus 2. Zweihänder, verformte Axt. Oder wir machen beide Claymore Run. Können wir auch machen, oder Eddie? Doppel Claymore Run.
Machen wir Doppel-Claymore-Run. Passt, Ipsis auf plus 2 ist recht komplett. So, dann gehen wir jetzt mal den Dicken umhauen, oder? Margit, Margit. Ja. Der erste geile Boss. Geil. Der wartet doch schon. Ja, der Progress ist sehr gut, den müssen wir machen. Ich meine, okay, machen wir. Passt, ja. Wo bist du hin? Stormhill ist das nächste, glaube ich, oder? Ah, Hütte im Sturmhügel, okay. Oder haben wir noch was Näheres? Nee. Nein, das ist das Nächste. Claymore-Liebe, absolut, ja. Dreihänder, ja, auf jeden Fall. Dreihänder, genau. Das habe ich hier mit dem Schild. Es dauert ein bisschen lang, Ladebildschirm. Ah, du bist schon unterwegs, okay, nice. Guten Abend, Zensor, mein Lieber. Ey, Gerd, wunderschönen, mein Lieber. Also Eddie, ich muss sagen, für das, dass du schon so lange nicht mehr Elden Ring gespielt hast, sagst du echt gut. Ja, weiß ich nicht. Das, also, dass du, na doch, doch. Das kriegen kannst wir du Margit parieren? Ja, also konnte ich. Margit, ob ich es noch, ja, noch kann, ja, weiß ich nicht. Mhm. Ja genau, Lester, die Claymore-Saga. Ach, du bist schon drinnen, deshalb ist hier Versammlung. Nein, bin noch nicht drin. Hier vom Tor. Achso, ja. Wow. Das hat okay, so wow. Eine, das hat so eine Wucht. Ich liebe das einfach in diesem Spiel, wenn du. Ja, es ist geil. Es ist geil. Die Geräusche, das, wenn du einen so mit so einer Visceral Attack. Ja, also eine, ja, es ist so geil. Das, wie sich das anhört, wie sich das anfühlt. Es macht so Spaß. Ja, es kommt nur From Software. Schauen wir uns die Sequenz an. Können wir uns anschauen, ja. Bis später, Nation. Oh, hey, bei mir haben so das Gewitter draußen gerade. Ja, stimmt, Nonim. Der Eddie macht sie immer kleiner, als wir das. Also, absoluter Top-Elden Ring-Player. Vielen Dank, es ist sehr lieb. Meine Community sieht das an. Ich krieg so viel Hate immer, deshalb bin ich so über all die Jahre. Bin ich abgestumpft. Die Leute haben mich so fertig gemacht, weil ich mit einem Blattbild gespielt habe. Blattbild ist sehr verwerfenswert, muss man leider sagen. Aber es macht halt Spaß, was soll ich sagen. Das ist. Ja, das stimmt schon, ja. Ich liebe Margit. Aber ich liebe hier diese. Ah, alles geil. Sequenzen, wie das gesprochen ist, das Design, alles ist geil. Ja, das ist so geil. Ein Sprung geht's immer aus, bevor er zu hat. Also ich werde wahrscheinlich nicht parieren können, aber ich probiere es auch. Alter, Eddie! Der geile Parry mitten aus dem Move aus, so, Alter. Jetzt. Seht ihr das, Freunde? Der pariert's. Das ist Legende! Oh shit! Oh shit! Ah, das ist gut. Was? Das hat mich niemals erreicht. Was ist das für eine Kollisionsabfrage? Ein bisschen. Ja, Mann. Oh, herrlich. Mr. Laser. Schau. Ah. Ey, Alter, du kannst ja mir noch was lernen. Ja. Episch. Achso, ich muss den Buff wieder machen. Wie lang bleibt der? Eine Minute oder was? Ja, nicht so lang. Alter, wie er sich umdreht auf einmal. Ah, ich hab das Schild ja gar nicht ausgerüstet. Ich hab Top 2 hinweg. Hey, haben wir noch mehr einen Stagger, glaube ich. Ja, da haben wir einen Stagger. Wieder down. Ein geiler Kampf. Er lebt noch.
Da geht er down. Alter, das war ein nicer Fight. Ja, Gerd schreit. Alter, Ede, bin echt überrascht. Du kannst ja voll geil parieren. Na. Ja, das waren majestätische Parries, wenn du mich fragst, mein Lieber. Es war voll geil. Bin begeistert. Ich mach wirklich Parryen, habe ich schon in Demon's Souls Zeiten immer gemacht, auch beim PvP. Weil du musstest, wenn du PvP gespielt hast, musstest du parryen können. Weil du sonst, also das war halt gerade gegen die Leute, wenn die dann einfach die Knöpfe smashen, dann konntest du richtig geil mit Parry das bestrafen. Deshalb habe ich schon immer gerne geparried. Ja, ja, also ich muss auch sagen, Parry ist halt wirklich das meine absolute Lieblings-Gameplay-Mechanik in die Souls-Spiele. Ich liebe es. Aber ich bin auch leider schon sehr oft deswegen gestorben, weil ich immer irgendwie versucht habe, möglichst cool zu parryen und dann das nicht geschafft habe und gestorben bin. Und wenn ich einfach gerollt hätte und normal angegriffen hätte, wäre es alles gut gegangen. Ja, ja. Es ist so verlockend, es ist halt so stylisch auch. Ja, voll. Welchen Weg wollen wir gehen? Kannst du entscheiden. Mir ist egal. Ja, dann den schnelleren hier, oder? Mhm. Ich möchte den nur kurz töten, wenn es für die passt. Weil der droppt seine Klangperle und dann kann ich mir auch einen Faustschild kaufen. Und da gern die ausleben. Dieses Geräusch, gell, wenn er zusammensackt und. Ah, das gibt ja nichts Geileres. Das ist einfach dieses. Allein das Geräusch macht, das ist. Ja. Liebe ich. Ja. Es ist so gut einfach. So, jetzt müssen wir ganz kurz nur in die Tafel rundfeste. Okay. Weil dann kann ich mir einen Buckler kaufen. Hardix, willkommen bei den Holy Blades. Danke dir, mein Lieber. Da steht der größte Wichser im ganzen Spiel, oder der Ofnir. All-Knowing. Ja. Ja, All-Knowing, also da bin ich falsch. Why always me, Loki? Pazifisten-Run Loki, genau. Und was wolltest du jetzt kaufen von der Glocke? Ich kauf mir jetzt das Schild, was du auch hast. Na, das kann also ich mir jetzt kaufen. Parry-Shield, okay. Genau, das ist alles, was da. Das kostet 1500, Moment. Brauchst du Geld? Ein Hobby. So. Nice. Ich guck mal gerade, was beim Schmied. Wann kommt denn die Tante hier nochmal? Ach, die müssen wir auch erst befreien, glaube ich, ne? Welche denn? Ja, hier die mit den Aschen. Die Geisteraschen. Geisteraschen, genau. Ja. Wir müssen wir erst befreien. Spielst du gern mit Aschen, oder? Ja, in meinem ersten Run habe ich das schon gerne benutzt, weil ich. Das hat mir echt Spaß gemacht. Vor allen Dingen, man findet so viel unterschiedliche und dadurch gab es immer wieder so neue Strategien. Also, ich mochte das Feature, aber es war dann auch gleichzeitig so verpönt. Also wenn ich das im Stream gemacht, eine Asche gerufen habe, wurde ich so zu Tode geflamed dafür, dass ich es dann irgendwann nicht gemacht habe. Aber eigentlich fand ich das eine geile Idee und eine schöne Hilfe für Leute, die Singleplayer spielen. Und Okay. Also auch so unterschiedliche gibt, ne? Also da gibt es ja echt diese, wie heißt die, Lantenna oder wie, die dann auf einen Wolf draufhüpft und so. Ja, das ist auch mega geil, ja. Das ist auch mega geil. Da gibt's echt so geilen Scheiß. Oder die Qualle, absolut, die dann einfach alles wegtankt und so. Ich fand, das war schon nochmal ganz nice. Also ich hab in meinem Leben ein einziges Mal Asche beschworen. Sonst noch nie. Und das war im Stream, weil wir da im Randomizer haben wir da die Mimik als Gegner gehabt. Und dann habe ich spaßeshalber die Mimik nochmal beschworen, dass wir dreimal der gleiche waren. Aber sonst habe ich noch nie Asche genommen in Elden Ring. Es macht schon richtig Spaß. Also wenn du so ein Black Knife Tische oder am Anfang Oleg, hatte ich schon viel stark, Spaß mit. Ja. Das hat schon Bock gemacht. Wenn du die auf Level 10 hochlevelst. Ja, ist schon. Aber findest du nicht auch, dass irgendwie der Bosskampf dann verzerrt ist, weil du lernst ja einen Boss nie, weil er sich nicht immer auf die konzentriert, so. Weißt?
Ja, natürlich. Also aber das Gleiche hast du ja auch bei Koop. Ja. Ne? Also, ja, genau. Und wie jetzt zum Beispiel, ne? Genau. Absolut. Aber es macht uns ja trotzdem Spaß. Co-op. Es macht ja trotzdem irgendwie Spaß. Also es ist halt natürlich, es ist nicht jetzt, der Spaß kommt dann jetzt nicht unbedingt dadurch, dass es so eine ultraschwere Challenge ist, aber der Spaß kommt dann auf andere Art und Weise. Also wenn dann, ich habe dann zum Beispiel oft diese Asche genommen mit den, wo du so 10 Typen hast mit einem Schild. Und das war einfach geil, wenn du das auf die Gegner gezaubert hast und die dann da zu 10 auf den Gegner eingeprügelt haben und so. Also ja, ich verstehe, dass es keine Challenge ist, aber Spaß hat es mir trotzdem gemacht. Ja, okay, wenn es Bock macht, ja. Ey, die kurze Frage. Wir konnten uns jetzt noch, wenn es Bock hast, die Arzneiflasche holen und zwar mega krasse Tränen. Dass wir erstens mehr Schaden machen mit R2, aufgeladen Angriff. Und dass wir einen Treffer frei haben und unverwundbar sind. Das ist alles in der Nähe, das ist alles in Morne. Können wir machen, aber sind wir nicht eh schon sehr krass? Wir sind krass. Aber es geht noch krasser, meinst du? Also was ich zumindest schon gern holen würde, wäre der Axt-Talisman fürs Claymore. Ja, let's go. Ja, okay. Damit wir mehr Stagger-Damage haben, ne? Damit der Aufgeladene mehr Schaden macht. Genau, ja. Okay. Also das ist glaub, wirklich fürs Klima. Also der geht ganz easy macht, zum Der Holen, macht dann auch mehr. Ist das nicht der auch dann mehr Stagger macht? Es gibt eine Träne, die was mehr staggert, aber der Axt-Talisman ist wirklich nur, dass du mehr Schaden mit R2 machst. Ja. Wo gehen wir denn hin? Ich dachte agil. Nee. Da müssen wir jetzt da zur Südseite Agilsee. Ja. Agilsee, hast du schon recht. Ja, falsche. Feuer genommen. Also das ist wirklich ein Talisman, wo ich sage, der ist für Stärkebild mega geil, weil wenn du dann die Crackblade drauf gibst, die Felsenklinge, und hast nun mehr Power mit R2, das ist halt schon richtig, das ist halt richtig ein cooler Talisman, den hole ich mir eigentlich immer. Danke Loki für 5 Mitgliedschaften, meine Liebe. So, und jetzt müssen wir da im Nebelwald hoch, und zwar da oben, Eddie. Auch noch hinten. Also ich hoffe, das stört jetzt nicht, dass wir den schnell holen, Eddie. Ne, überhaupt aber nicht. Ich gar nicht. Ich freue mich. Okay, nice. Hier ist auch noch der Bloodhound-Typ. Den können wir auch zusammen noch schnell weghauen. Den können wir weghauen. Den kann man auch geil parieren. Wenn der am Boden schleift, Eddie, der schleift oft mit seinen Krallen am Boden, dann kannst du parieren. Kannst du mal probieren, es ist so witzig, den parieren. Der schläft? Na, der schleift. Schleift? Ja, der schleift. Ja, der schläft. Ja. Na, der schleift mit den Krallen am Boden und während dieser Animation, wo er mit den Krallen am Boden schleift, kannst du den parieren. Okay. Wo ist denn der Bastard? Ach, wir sind ja schon unten. Ja. Hab ich gar nicht gemerkt. Geh da. Hast du gesehen? Ja. Er schleift und während dem Schleifen parierst du. Ja, genau. Lenken kurz ab. Lenken kurz ab, dass du ein bisschen heilen kannst. Das ist gut. Ich lieb halt diesen Step von ihm. Aus Tank mehr Parries ist ins Leere gegangen und auch sein Schlag, das ist dieses Koop-Problem da. Yes, das ist er, Bruder. Das ist der Parry. Ist das geil? Mhm. Ah. Oh, jetzt hab ich gepennt. Scheiße, fick dich! Mach mal nochmal, kein Problem. Nee, hau ich den ruhig um. Na, mach mal gemeinsam. Oh. Ist ein cooler Gegner, Helly, ja. Wir sind halt ziemliche Glass Cannons. Wir machen gut Schaden, aber wir halten auch nix aus. Ja, wir halten nicht so viel aus, das stimmt. Wenn wir halt auch diesen Wundsiegel drinnen haben, gell? Der, wo sonst mehr Damage gibt. Ja, das kommt auch noch dazu. Und den kann man ja rausgeben, so.
wenn der das nicht so wichtig ist mit den Stats. Nö, das passt schon. Den muss man einfach umhauen. Und sich nicht treffen lassen. Genau, richtig. Immer. Beste From-Software-Taktik, nicht treffen lassen und zuschlagen. Da kommt er wieder ohne Pferd, ganz nackt. Ah ja, genau. Was, sind wir schon herin? Was, wir sind ja gar nicht herin, Eddie. Ah doch, wir sind drin. Okay. Das ist mir eben auch aufgefallen. Okay, war komisch. Oh, der First Trap Parry. Ach, ich liebe es. Ich liebe es, mein Freund, wenn du parierst. Oh, da ist er. Wie geil er da ausgewichen ist, oder? Der ist super, der Dude. Ich weiß noch, als ich den das erste Mal bekämpfe, habe ich gedacht, oh Gott, ist der krass. Wie soll man den jemals schaffen? Ja, dieser Bloodhound-Step ist halt, krass. Der ist einfach geil, der Bloodhound-Step. Auch für PvP sehr wichtig, tatsächlich. Für, wenn die Leute wegrennen oder wenn du wegrennen musst. Ja, der ist cool, Gott. Ich hasse das im Koop, ich hasse es. Ah, das ist aber auch ein bisschen lame, dass das nicht geht. Ja, das ist so beschissen. Mann, du verficktes Stück. Drecks, Scheiß, Fick, Fuck. Ich besiege ihn jetzt nicht, ich möchte nur schauen, ob der Parry geht. Ich besiege ihn nicht, ich will nur... Ja, jetzt geht der Parry. Na, wenn du weg bist, siehst du das? Das ist so dumm. Mach ihn bitte ich guck dir zu, mach ihn. Du musst jetzt wegen dem kleinen Futzel nicht... Mach ihn weg. Ist das sicher, Eddie? Oder ja, mach ihn weg. Okay. Wie du magst. Sei jetzt albern. Let's do it. Das ist der, ne? Und das funktioniert nur, wenn ich alleine bin. Und wenn du dabei bist, dann kann nur der Host parieren. Das ist so komisch. Und die Waffe wäre halt auch krass, gell? Ich glaube, die hat der Hand of Blood hat über sein Let's Play mit dem Papa Platte gespielt. Ja, super Waffe. Ich kenne viele Leute, die von Anfang bis Ende benutzt haben. Ja. Aber jetzt sterbe ich nochmal? Du bist nur mal gestorben. Double Kill. At FromSoft is down. Defeat stand da. Hä, was war denn das? Jetzt einfach Südseite der Gildsee. Das war jetzt komisch auf jeden Fall. Ja, danke, Freunde, für die GG. So, wo bist du? Da. Dann holen wir uns jetzt deine... Was wolltest du nochmal? Den Talisman. Den Talisman, genau. Der ist ja nicht weit. Der ist nicht weit. Wir haben zwei Slots mittlerweile. Ja, wir haben zwei Slots. Drum, wer der Magitor dann droppt. So Richtung 2 müssen wir da. Da, genau. Das ist halt. Weiß nicht, mit welchen Talismane hast denn du so gespielt? Oder hast du da keine Favoriten gehabt? Ich habe immer so meine drei, vier Favoriten. Doch, aber je nach Bild halt, ne? Okay, ja. Aber ich kann die Namen nicht. Die Hand hatte ich. Die goldene Hand. Millicent's Hand, die was ein bisschen Dex erhöht. Dann ganz unterschiedlich. Dann hatte ich auch diesen Talisman, den fand ich ganz gut, dass du ich glaube, wie war das, wenn du im Sprung Schaden machst? Also Sprungschaden? Ah, den Clown-Talisman, ja. Den gibt's. Es kommt halt darauf an, wenn ich mit zwei Waffen gespielt habe. Ich habe so oft die Waffen an, dann auch am Ende gewechselt, also ganz unterschiedlich. Okay. So, warte mal, da unten. Genau, da ist der Strudel. Ich finde, von den Strudel hätten sie ruhig mehr einbauen können. Da muss man oft so lang die Kante da entlang reiten, bis dass man so einen depperten Strudel findet. Gute Nacht, Thomas. Hast du eigentlich Armored Core gespielt? Ich habe Armored Core nur einmal im First Look Stream gemacht. Das ist leider nicht mehr Genre. Ja, das ist richtig geil. Es hat auch sehr viel von From Software, also von dem Souls. Echt? Ding. Ja. Hast du platiniert? Nee, ich habe es noch nicht mal durchgezockt. Ich bin da mittendrin noch. Okay. Aber es ist, es hat mir richtig Bock gemacht, aber man muss sich auch richtig reinfuchsen, um das alles
zu verstehen und zu optimieren und so. Ja, aber mir war es ein bisschen, ja, ich habe das, ich weiß nicht, ich habe es nicht ganz so gefühlt, aber für aus der Community lieben das total. Ich habe mir immer vorgenommen, es wieder zu zocken, aber dann kamen so viele Spiele raus und dann wurde ich irgendwie von der Schwemme an Spielen überrollt, aber eigentlich will ich es immer noch weiterspielen. Wo bist du denn? Bei der Ruine da. Ah ja. Siehst du die? Und da unten ist jetzt dieser Axt-Talisman drin. Oh oh, ja, das Bär! Ist immer, was hab ich denn? Ich habe hier schon wieder was gemacht. Komm rum, David, das haben wir sicher. Ja, ich komme und ich mit dem Pferd rein und ich habe vergessen, wie ich absteige. Aber mit R3. Ja, so oder so. Er hüpft da, ey. Jesus. Er hüpft da. So, er hat mich vom Pferd runtergeholt. So. Ja. Ja, den müssen wir jetzt weghauen. Den müssen wir jetzt weghauen. Oder er. Das sind auch die also die räudigsten Gegner im Spiel, die Bären. Absolut, oder? Ja. Ich hasse die. Oh, Stagger! Und in den Schädel. Oh, ach, geht's nicht, okay. Ich bin nicht rangekommen. Der Schädel hing in der Mauer. Hier, bei denen gibt's halt auch immer Kamerastress. Hier, wie jetzt zum Beispiel. Ja, aber no damage, no damage. Nix mehr sieht, ey. So, cool, jetzt haben wir den Talisman gleich ausrüsten. Und da oben. Also nimmst du Arznei oder sagst du, wir spielen ohne Arznei, Eddie? Ich bin offen für alles, wie du willst. Also, okay. wir können mischen, wir können nicht. Okay. Gleich da oben liegt nämlich noch. Wo war das? Da liegt eine ganz geile Träne. Ich glaube, die müsste da oben wo liegen beim Baum. Irgendwo da liegt die. Oder auch nicht. Da haben wir gerade auf jeden Fall. Müssen wir mal die Estus ein bisschen upgraden. Dass sie auch mal heilen. Das können wir auch machen, ja? Können wir auch noch eine kleine Runde reiten und uns die heiligen Tränen holen und smogst. Warte mal, ich habe mich da jetzt ein bisschen verritten. Irgendwo da. Scheiße, wo ist das jetzt? Was suchst du denn? Warte mal, ich muss. Oh Gott. Warte mal, Eddie, ich such da nur diese Träne. Die liegt da beim die liegt beim Erdenbaum. Da müssen wir in Richtung 4 beim Erdenbaum liegt. Die Träne, die macht ebenfalls, wenn du die trinkst, dass der R2-Angriff stärker ist. Ne? Mhm. Und ich glaube, warte mal, Eddie, da drinnen ist auch noch was Geiles. Da drinnen liegt nur eine Kiste mit einem Zwarer Schmiedestein. Gehe ich überhaupt richtig? Ich bin jetzt bei der Ruine. Bist du auch bei der Ruine? Ich bin beim Lift. Wo bist du denn? Ah, beim Lift. Okay. Beim Airtree bin ich. Bei meiner Airtree. Wo bist du? Genau. Ich sehe dich schon. Da komme ich jetzt da hoch. Und da liegt irgendwo so eine Schale. Ja, genau. Mit einer Träne drinnen. Zwei genau, Tränen. Genau, die Genau. Und die eine, die macht halt, dass der R2-Angriff stärker ist. Die gesprungen ist. Supergeil. Und den letzten Weg, was wir jetzt noch gehen müssten, das wäre dann da oben, dass wir die Flasche kriegen, Eddie. Und dann können wir schon weiter. Fetten. Okay. Ich reite hinterher. Mhm. Hey, was Necromorph, danke. Weißt du, was fehlt in FromSoft? Ja, was dann? Ein geiler 50 Euro. Das ist doch mal 50 nice. Euro von Necromorph. Zwar keine Seelen, aber kommen vom Herzen. Schöne Sache, dass ihr das zusammen macht. Ehre an euch beiden Jungs. Danke, mein Lieber, für den super lieben Support. Was in Elden Ring tatsächlich fehlt, ist ein Fotomodus. Ich weiß, das ist eher das so stimmt. FromSoft untypisch, so Schnickschnack, aber ich finde, das Spiel hätte einen Fotomodus verdient. Willst du weghauen, Eddie? Achso, willst du nicht, müssen wir nicht die Quest machen dafür? Einfach weghauen?
Einfach wegkommen, wir kriegen was Schönes dafür. Er hatte nie eine Chance. Er hat nicht wirklich eine Chance gehabt. Ich meine, vielleicht ganz kurz, aber sehr kurz. Das war wirklich sehr, sehr kurz, ja. Goldene Saat. Danke nochmal, Necromorph, mein Lieber. Kuss, Kuss, Kuss. Und jetzt holen wir uns da noch das Fläschchen. Und dann sind wir maßlos dermaßen wirklich sehr gut aufgestellt. Das wäre auch so eine Sache, zum Beispiel im NG Plus fand ich das ein bisschen schade, ja, dass die ganzen, ja, Items nichts mehr wert waren. Also die Seeds absolut. So, die, ja. Das ist so, da hätte man sich vielleicht nochmal was einfallen lassen können, was, dass man irgendwie ein Interesse hat, die Sachen einzusammeln. Absolut. Irgendwann ist Stopp gewesen und du hast viel zu viel Seeds gehabt und die haben keine Bedeutung mehr gehabt, so, ne? Und NG Plus, ich fand, das war ja bei Dark Souls 2 so geil, dass da teilweise echt neues Gegner-Placement und so war. Während hier, es gab sogar ganz andere Gegner. Ja, ja. Zum Beispiel bei Dark Souls 2, im NG Plus gab es ja direkt am Spawn, am Anfang, dann diese Typen mit den Raben auf den Armen. Ja, voll. Die gab es nur im NG Plus. Stimmt, oder die Freya, na, die ist im NG Plus, ist die Freya schon... Also die Königin des Herzogs, diese Spinnenlady da, der Boss, der ist viel früher schon die Felsenwand hochgekrabbelt im NG Plus. Das war voll cool. So, jetzt kommen wir zu... Schwein. Das war wirklich sehr dumm vom Schwein. Jetzt können wir zumindest die Flasche Arme upgraden, ne? Was willst du denn jetzt? Ah, ist Melina bei dir? Ja. Okay. Ich wollte mich hier voll. Hau ab. So, was machen wir jetzt? Also, achso, ich muss jetzt noch die... Ich muss die Medizin die Flasche noch mischen. Die Medizin mischen. Ah ja, stimmt. Medizin mischen. Ja. Was kommt dann? Restores Temporary Boost Stamina. Enhances Charged Attacks und... Ja, genau. Und ja... Mehr. So. Achso, die zweite können wir uns noch holen, wenn du magst. Die, was da einen Schlag gibt, ohne dass du verletzt wirst. Die Bubble? Oder sagst du es eher, die Bubble, ja. Wir brauchen es aber nicht. Brauchen wir nicht, okay. Dann gehen wir Sturmschleier, oder? Ja. Genau, Eddie, die fordern von dir ein 20-Minuten-Video, wie man das Perry-Shield 2-händig hält. Ich weiß, ich krieg das gar nicht mehr hin. Ich hab's auch noch nie so gesehen, ja. Nee, warte. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Das war, ich bin gestorben, das war so geil. Du sprengst, drängst, hast es 2-händig, einfach 10 von 10. Ich wüsste nicht mal, wie es geht. Ich versuch's die ganze Zeit. L1 und 3. Das war einfach geil. Ah ja, L1 und Dreieck. Guck, hier ist es. L1 und Dreieck. Warte mal. L1 und Dreieck. Warum geht das bei mir nicht? Hast du verkehrt rum? Ah, doch. Hey. So einen Run müssen wir machen. Guck mal hier, kannst du sogar festen Schlag machen hier. Pam. Und du kannst trotzdem parry. Das ist wirklich... Ey, du kannst parieren, aber mit der falschen Hand. Was ist die falsche Hand? Es ist so geil einfach. Ich habe so gute Erinnerungen an meine... 90% Schaden, ja. An meine Multiplayer-Zeit von Dark Souls 3, da habe ich sehr viel Multiplayer gespielt. Und einfach teilweise aber nur so dumm rumgetrollt mit diesem Branch, mit dem du dich in Objekte aus der Welt verwandeln kannst. Ja, das ist mega witzig. Ja. Und da habe ich teilweise so lustige Sachen gemacht und Tränen gelacht. Ja, das ist so funny. Ja. Schweine. Ja, danke mir, sag ich. Du hast schön abgelenkt. Ich bin ja, richtig schön abkassiert, ja. In meine nackte Brust. So müssen wir es durchzocken, Epic, ja. Ich liebe ja Sturmschleier. Ich weiß nicht, wie es das du sagst, Eddie. Ich finde, Sturmschleier ist so geil. Das ist so richtig. Wenn auch nur Londo so wäre, ne? Wenn auch nur Londo, wenn wir uns ehrlich sind, du siehst halt von auch nur Londo gefühlt, kannst du nur 5% begehen von dem, was du siehst. So.
Aber der Moment, wenn du Anor Londo zum ersten Mal siehst, den werde ich nicht vergessen. Bester Moment. Bester Moment. Und du guckst die ganze Zeit schon bei dem, während du spielst, siehst du ja oben da so am Horizont diese Mauer und so. Und das ist schon so episch einfach so gewesen. Es ist so geil. Maul. So, da hinten können wir uns jetzt die Gnade holen und da können wir, nachdem wir Godric besiegt haben, seine Rune aktivieren. Die gibt uns fünf Level-Ups in jeden einzelnen Stat. Godrics große Rune. Wie geil ist das denn? Ich habe den gebacksteppt und dann ist mein Schwert durch den durch und hat den nächsten Typen vor ihm auch noch getroffen. Das war ja nice. Das ist ein grausamer Tod. Ja, das ist wirklich furchtbar. Wo bist du eigentlich? Ich kämpfe hier die ganze Zeit. Ja, komm schon, ich hab nur die Gnade aktiviert, dass wir dann direkt Godrics Rune aktivieren können. Möchtest du den Löwen da auf die Goschen hauen? Ja, ich möchte eigentlich Alma auf die Goschen hauen. Ja, komm, da haben wir was Geiles. Ja, ich meine, erstmal hier die Handlange alle. Du brauchst eh ein bisschen der Hilfe, weil das ist ein kleiner Bastard. Aber bist geiler, du geiler du Gegner. Du bist schon bei ich dir. Bin, ja, ich bin. Es ist ja so ein epischer Gegnertyp. Ja, die sind auch so geiles Monster-Design einfach. Absolut. Wow. Ah, Wichser. Wie wild, guck mal, wie der springt, ey. Das schaut so episch aus. Den haben sie ja auch im DLC nochmal, ne, im Trailer. Also so eine Art von dem. So einen ähnlichen, ja, absolut, ja. Und wer wagt es mir hier in den Rücken zu schießen? Der Bastardo. Und jetzt tritt er mich auch. Hast du das gesehen? Wie frech. Ein absoluter Bastard halt. Wahnsinn. So, jetzt möchte ich schauen, ob ich den parieren kann. Den kann ich nochmal easy parieren. Naja, keine Chance im Korb, shit. Der Mama. Ach komm, der letzte hat mich erwischt, ey. Kein Problem, wir haben da die Gnade aktiviert. Mit seiner scheiß Kriegsasche. Das habe ich überhaupt nicht. Ja, genau, Mister. Den großen Bruder trifft man dann von ihm. Bist du jetzt wieder bei mir oder? Ich komme direkt einfach. Okay, aber ich müsste mich ganz kurz hinsetzen, ich habe keine Heilung mehr. Der Löwe hat da ein bisschen viel Ressourcen verbraucht. Ist das eine Live? Ja, das ist eine Live. Es ist live, ja. Hä, jetzt sind die Gegner wieder da. Direkt vor meiner Nase. Ja, weil ich mich leider hingesetzt habe, aber es wäre nicht anders gegangen. Okay. Wo bist du denn? Ich war bei der Gnade. Wie Jack sich das Fluchen zurückhält, ist beeindruckend. Ja, ein bisschen benehmen muss man sich schon, wenn man so einen hohen Gast hat. Nee, bei mir nicht. Also, ich bin froh, wenn du auch fluchst, weil ich bin immer dafür bekannt, dass ich sehr viel fluche. Ich bin sehr. Also wenn du da offen für bist, ich bin total offen dafür. Ich bin offener, kann man gar nicht sein. Offener wie Scheunentor, mein Lieber, fürs Fluchen. Was Mütter sagt man so in Österreich? Sag mal ein paar österreichische Schimpfwörter. Okay, also das, was man meistens sagt, die Buder der Mutter, ne? Wie bitte? Ich Buder der Mutter, ja. Oder ich gehe mit deiner... Auf gut Deutsch, ich puder deine Mutter, also ich ficke deine Mutter. Ja, genau. Das heißt, ich puder deine Mutter, heißt es bei uns, ja. Oder zum Beispiel Sackelpicker ist auch so ein Wort, ne? Du Sackelpicker. Sackelpicker, das mag ich. Sackelpicker, das heißt du sowas wie du komplett arroganter Wichser, so. Ne? Du Sackelpicker. Sackelpicker. Ja. Du Sackelpicker. Ja. Sackelpicker, das merke ich mir. Ja. Hey, was ist das? Sackelpicker. Sackelpicker. Jetzt hör auf.
Ich finde Coop gar nicht so leicht, muss ich sagen. Oh, fick mich. Okay, ja, man wird einfach durch. Also ich merke, dass ich ein bisschen leichtsinnig werde dadurch, weil ich immer denke, ja, was soll schon passieren? Ja, absolut. Was ist so dein Lieblingsschimpfwort? So wahrscheinlich. Oh Gott, ich bin auch gleich tot. Was sagst du am öftesten, Eddie? So Hurensohn oder? Ja, es kommt immer drauf an, mit wem ich zu tun habe. Keine Ahnung, ich weiß, gute Frage. Ich versuche bis noch am Leben. Okay. Ja, ich kämpfe da gegen ein paar Trottel. Ach du heiliges Gurkenwasser, was? Nee, keine Ahnung. Ja, also meine Lieblingsschimpfwörter, die darf man heutzutage eigentlich nicht mehr benutzen, deshalb. Okay. Alter, ich trage gerade voll durch, ne? Weil diese Stelle da ist so. Oh, also bist du unter. Kommst du, Eddie? Ich komm, ja. Okay, weil die ficken da herum. So, jetzt bin ich wieder hier oben. Wo bist du? Ich bin da nur immer. Irgendwo da. Okay. Ja, danke. Ah, ich hasse euch so sehr. Okay. Alter, wie viel sind denn da von die Deppen, Alter? Ja, es sind echt sehr viele. Und dann kommt gleich noch so ein Dicker, kommt hier auch gleich rausgerannt. Achtung. Den kann man super geil parieren, den Dicken. Den kannst du probieren zum Parieren, Eddie, wenn du Bock hast. Ja. Den kannst du. Aber zuerst hauen wir den Hund weg. Hier, kannst du gegen Baum hauen. Den Stich kann man gut parieren von dem. Ich lass einfach dir jetzt das mal über. Weil ich kann nicht parieren bei dir leider. Boah, das war knapp. Wir haben aber ganz schön viel Leben. Dumme Sau, ey. Super Backstep. Jetzt, was ist mit den Backsteps bei mir? Mann! Ich hasse ihn so extrem gerade. Warte, ich mache mir das Leuchtfeuer an, dass wir zumindest einen Safe Point haben. Ja, hier ist auch eine Marika-Statue. Ja. Kann man den backstabben? Ja. Ja, kannst. Es ist so ein cooler Gegnertyp, wenn fährt den so hart. Der hat mir ins Gesicht gedreht, hast du es gesehen, mit seinem hässlichen Warzenfuß? Mit dem nackten, hässlichen Warzenfuß komplett in die Fresse getreten. Das war Gold tot. Jesus. Oh Gott. Wieso bin ich denn jetzt hier? Hast du nicht einen Bonfire gerade angemacht? Ich habe einen Bonfire angemacht, ja. So. Ist das Limgrave Power? Nee, das ist nicht Limgrave. Hast du das jetzt gesehen, Eddie? Hast du das jetzt gesehen? Nee. Ich hab mich zweimal geparried, sobald du draußen bist, geht's. Das ist so deppert. Das hätten sie ruhig anders machen können. Echt. Warte, ich hab die Frage. Man hat Level 100, ja. Ja, warte. Jetzt. Vote rejected? Warte. Also, das heißt, kann man auf Aufzugseite. Checkt, beide müssen die Gnade aktivieren. Echt? Nee. Na, ich glaube nur einer, mein Lieber. Silent Dead. Ich verstehe alles. Freundlich. Die Leute sagen, ich verstehe nichts. Ich verstehe alles. Also. Edi versteht du es. 98% verstehe ich. 98% sind mehr als genug. Willst du, Edi, willst du den Sprungtalisman holen oder ist dir der egal? Nee, ist mir völlig egal. Ist da egal. Okay. Den Bild jetzt, aber weißt du, was ich mache? Ich mach wieder die andere Kriegsasche ins Claymore. Ich mag lieber geile Attacken als Buffs. Okay, passt. Ja, klar, die ist ja mega stark, ja. Ich mag die. Welche war's? Welche war's denn? Stomp? Nee. Wie heißt das schnell? Löwenkralle, Lion Claw. Aber warum wird die mir nicht angezeigt? Achso, weil du musst einfach die Kriegsasche runtergeben, weil die ist von Haus aus drauf. Achso. Ich meine, Eddie, was wir machen können, wir können uns die Löwenkralle holen und dann kannst du es damit schwer durchwirken.
dann hast du besseres Scaling am Claymore. Das geht nur, weil jetzt hast du die normale Löwenkralle drauf, ne? Das hast du, die ist von Haus aus drauf. Wenn du, durch das, dass wir ein Stärkebild haben, ne? Wenn du jetzt die Löwenkralle auf schwer durchwirkt haben willst, dann müssten wir uns die Löwenkralle separat besorgen. Ah, jetzt, okay. Die Weapon weil, und weißt du, wo es die gibt? Ich weiß nicht, wo es gibt. Die gibt es in der Festung Gale in Kaelid bei so einem Tiger, den was wir jetzt gerade getötet haben. Ja, okay. Den müssen machen wir gleich, aber erst machen wir den Boss hier, oder? Erst Godric, okay, passt, ja. Da gibt es einen geilen Shortcut. Godric ist auch so ein S-Tier-Boss für mich. Ich liebe seine Musik. Ja, was machst du denn aber? Ich liebe den, wenn er sich den Arm abreißt, als ich das erste Mal gesehen habe, das war einfach nur episch. Eddie, willst du vorher noch eine neue Folge machen? Vor dem Boss wollen wir Pause machen jetzt hier. Cliffhanger? Als Cliffhanger? Ja, können wir machen. Wir sind ja schon da. Ja, das ist ein ganz schneller Shortcut. Da ist der Boss dran. Okay, dann mache ich hier kurz einen Break. Da machen wir dann beim Boss beim nächsten Mal weiter. Ihr könnt mir auf jeden Fall in die Comments schreiben, wie es euch bislang gefallen hat. Und was wir noch so machen sollen in diesem Seamless Scope. Wollt ihr Randomizer? Wollt ihr bestimmte Waffen? Wollt ihr bestimmte Bosse sehen? Schreibt es alles in die Kommis. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.